Doch. Ja. Hallo, hallo. Wir schweigen uns erstmal an hier. Servus, ihr Haschall! Ich denke, wir sind da. Ich schaue gerade, ob wir da sind. So, Moment. Ja, ich bin da. Und ich habe mich gerade selber gehört, das ist gruselig. Das will ich Sollte nicht. man nicht. Nee, das ist nicht Glaub gut. ich. So, ja, wir sitzen immer noch in der Kneipe. Wir haben nichts Besseres zu tun, als zu Ja. saufen. Du hast noch den Bogen auf dem Rücken. Ja, ich trinke jetzt erstmal ein Tässchen Tee. Hör auf, weil das tut. Und Radar kackt bei mir ab. Okay. Ja, also manchmal bist du plötzlich einfach abgekackt und dann wieder über lange Zeit gar nicht. Wenn ich habe auch also Tonverbindungsprobleme mit dir, aber ich glaube, dass es bei mir einfach nur am PC liegt. Vielleicht hat das auch damit generell zu tun, ich weiß nicht. Also generell, ich habe auch einige Probleme, aber im Moment geht's. Wenigstens Okay. donnert ihr nicht mehr. Versuche, wenn ich irgendwas habe, wo ich den Controller drauflegen kann. Nimm doch hier das Regal, was da an der Ecke Hier steht. das Regal, was da an der Ecke steht. Das eh keinen Nutzen mehr hat. Das ist allerdings wahr. Vielleicht, wenn ich ihn ein bisschen so ablege, dass er nicht so nah am PC liegt, geht das besser. Muss man mal sehen. Wenn es knallt, habe ich ihn runtergeschmissen. Vielleicht sollte ich mir Bluetooth-Kopfhörer besorgen dafür, die dann überhaupt nicht mehr funktionieren, weil dieses Haus ist aus Blei. Also ich habe gelesen, dass es irgendwie so eine Einstellung geben soll, dass man auch über das Spiel miteinander sprechen kann. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, ob man das, wie man es benutzt, aber da hatte ich so ein Chatfenster, das mir das Ja, also erklären ich wollte. vermute Okay. mal, dass es mit den Kontaktperlen zusammenhängt, Genau. die man Das sich kaufen kann. ist irgendwie das, irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Sag mal, hast du das geile Hexenkostüm Yep. an? Oh, wie mega. Das muss ich mir auch noch Sexy, holen. Das ist so geil. Das steht dir auch echt gut. Oh Mann, ist ne? das geil. Ich bin ein Abend-Chat! Weißmagier. Ich trage Schwarz. Würde ich auch tun. Würde ich auch tun. Ich finde das so geil. Hi. Hallo, hallo. Ja, ich bin wieder in mein Standard-Outfit geschlüpft. Bin mal so frei und sehe unseren Chat jetzt auch. Ich weiß nicht, warum ich beim letzten Mal nicht daran gedacht habe, dass ich das kann. Nein, ich habe keinen eigenen Stream, weil mein Ton über die PlayStation läuft. Ja, du läufst ja bei uns mit. Wir finden irgendwie auch noch eine Lösung, um das besser zu machen, aber im Moment. Dann hast du auch nicht, musst du auch nicht so viel hin und her switchen, Chat. Ja, Matti hat heute eine bissige Schatztruhe dabei. Die habe ich auch mir schon überlegt, mir zuzulegen. Aber ich hatte dann Angst, dass ich da selber reintappe. Die tut nichts, ist harmlos. Also bei mir. Ja, Bei mir. Ich habe wieder meinen kleinen Jetzt Spatz ersuchst du auf deinen der Schulter. Schokoriegel. Der ist Ich einfach habe ein putzig. Aufziehluftschiff. Ich habe mir letztens ganz viele Vögelchen gekauft. Ich habe jetzt ganz viele. Also bis auf den blauen Sternvogel habe ich, glaube ich, jetzt alles, was fliegt. Also so Sachen wie Schuhschnabel oder Blaufußtölpel oder so habe ich nicht. Aber alles, was so fliegt, so blaues Vögelchen, Langschwanzmeise, Falke habe ich jetzt, eine Eule habe ich. Lauter so Viecher habe ich jetzt. Aber nachdem ich Faszinierend. sie alle durchgezeppt habe, habe ich mich doch wieder für meinen kleinen braunen Spatz, für das simpelste Viech, was man haben kann, was man, glaube ich, gerade mal für 20 Gil kriegt, entschieden, weil ich es einfach so süß finde. Es passt so gut zu mir. Ein kleiner, dummer. Der Schuhschnabel kostet sacke viel Geld. Und zwar wirklich Okay. sacke, sacke viel Geld. Schuhschnabel finde ich aber cool. Ja, der ist Der auch cool. Schuhschnabel ist aber cool. Der ist mega cool, aber er kostet so viel. Und ich weiß noch nicht, also wo man den sich quasi freikämpfen kann. Aber der ist anscheinend auch recht selten, dass man den kriegt. Also das ist schon böse. Und der kostet wirklich assig. So wie der Sternvogel, den kannst du ja gar nicht kaufen, weil der eben auch so selten ist und weil er eben nicht verkäuflich ist. Den kriegst du auch im Sternengrab. Aber da muss ich erst Level Ja. 90 erreichen. Darkus will Hashi nicht zahlen. Nee.
Naja, eigentlich ist es vielleicht auch gar nicht also so unklug, wenn man keinen Hashi hat, wenn man sich anguckt, was Hashi so machen kann. Das ist ich, wahr. Ich will schon Hashi haben, aber halt nicht für diesen Preis. Aber ich doch bei vielleicht Gott kriegst du mit einem Hashi Mikan Zombies. Das wäre natürlich geil. Ich habe jetzt übrigens auch eine Melone, die mir hinterherrollt. Ich habe mir die geholt, weil die wird ja auch, die wird ja auch für 300 hinterhergeworfen. Ja, fürs nächste Sommer-Event, dann habe ich auch eine Melone, die mir hinterherrollt. Und wie man sieht, hat Celestial jetzt auch wieder normale Klamotten an und sieht nicht mehr aus wie ein Böser. Ja, da guckt er mich gleich an. Natürlich guckt er mich gleich an. Oh, du hast dir so ein süßes kleines Viech hinterher geholt. Das ist auch süß. Möchte mein kleiner ein Goblin. Eine miese Sau. Ich kenne das Lied, ja. Ich kann das auswendig. So, wollen wir mal weitermachen? Ja. Ich also. Hänge bei meinen ERV-Texten ein bisschen. Buscaron hat neue Informationen über die Sylphen. Oh, man kriegt Höschen dafür. Es gibt so eine Sache, die ich mir eigentlich Was ist los, Feig? Ich müsste mir mal einstellen, dass sich die Kamera schwenken, also die Kamera schwenken, ohne den Charakter zu bewegen mit R. Also die Tastenbelegung von der Maus quasi umkehren. Ich falle jedes Mal darauf rein, das ist so schlimm. Während du unterwegs warst, gab es Neuigkeiten über die Sylphen. Einige von ihnen wurden im Wald gesichtet, und zwar ganz hier in der Nähe, wo sie sich normalerweise nicht herumtreiben. Dafür muss es einen besonderen Grund geben. Es kann natürlich sein, dass sie nach ihrer Ältesten suchen. Auf jeden Fall sollten wir der Sache nachgehen. Hier, ich markiere dir die Stellen, oder ich markiere euch die Stellen, an denen Sylphen gesichtet wurden auf eurer Karte. Seht euch dort bitte um. Jo, oi, oi, es sind ja nur ein paar. Ja, es ist ein bisschen was aufgetaucht. Na dann. Upsa. Hase, nicht einfach stehen bleiben. Ihr könnt durch mich durchlaufen. Ganz, ja. Ganz offensichtlich habe ich das, ja. Ah! Der Hase ist doof. Ich hat er mit euch in den Fluss laufen. Ja, oh, freu dich. Ah, da. Wow. Oh, Feig kriegt wieder alles an, was es gibt. Ja, ich bin klein, ich bin klein und niedlich. Ich bin klein und niedlich, was? So. Okay, du Zielort. Umziehen, Sparkles. Warum? Weil du immer noch der Bogenschütze bist. Oh, scheiße. Du greifst immer noch an. Ah. Das greift mich immer noch an. Sieht man mal, wie egal mir das ist. Oh, Moment, ich muss dann aber auch... Ah, ich kann hier keine Projektionsplatte machen. Jetzt sehe ich scheiße aus. Egal. Der Kurio der dritten Kohorte, hallo, was läuft hier denn alles rum? Genug. Du siehst alles. Ich habe noch... Jetzt habe ich wieder das Halloween-Kleid an. Von dem Ding? Jetzt ist das Zielort wieder da bei mir. Ah, okay. Gut. So, mal gucken. Und gucken uns gegenseitig an. Okay, hier ist ein... Da ist der hergekommen. Ja. Dann machen wir den einfach mal platt. Diesmal fühle ich mich nicht angegriffen. Kriegt ihr das alleine hin? Ja. War's doch schon? Gut. Komm, diese dumme Nagelauskratzer auf meinem Rücken. Oh. Ich muss mal kurz wieder Feig beschützen. Hä? Ich merke nichts. Ja, weil ich es gerade kaputt gemacht habe, was da hinter dir war. Feig muss ein bisschen aufpassen. Ich habe vorher... Alles liebt ihn. ...gar nichts mitgekriegt, dass mich was angreift. Danke. Also aber hier... du musst dir keine Sorgen machen, ich falle nicht so schnell um. Hier kommt ein... Wir haben fast 900 LP. Wir müssen in die Richtung. 900 LP, ich habe 1465. Du bist aber auch ein paar Level höher als ich. Ein paar dezent. Also ich mache mir eigentlich keine Sorgen, dass ich so schnell umfalle. Nicht? Es müssten schon 5, 6 Viecher auf einmal sein, glaube ich.
Und dann bin ich auch noch da. So viel zum Thema. Ja, ich stehe da so. Ich merke nichts davon. War da was? Nö. Ja, ich bin der neue Monstermagnet. Ich bin noch sehr klein und ich bin der Tank und eigentlich renne aber nicht mit dem Akku-Ding rum. Ja, ich bin klein. Lass mich. Klein. Ja, das ist so. Kleines Ego oder was? Falk nimmt Helgas Stellung ein, das stimmt schon. Ich bin klein. Monstermagnet. Nee, wo ist das Ding? Ah, da oben. Hier oben. Ich bin auch nicht wie Rusa. Ich laufe noch nicht an Monstern vorbei, die eigentlich nicht aggro sind und ziehe deren Aggro. Das kann nur Rusa. Es gibt keinen anderen Charakter, der das eigentlich gar nicht kann. Ja. Ich muss mich mal ganz kurz umziehen gehen, wenn ihr mich dann mal umziehen lassen wollt. Ja, meinetwegen. Ich umziehen. Kann hier ja, stehen. Ich muss aber mal ganz kurz sein in das Dorf rein dafür. Sonst kann ich dann kann ja, ich mich nicht umziehen. Geht doch. Ich gehe schon. Weil lauf. Ich laufe. Ja. Oh ja. So. Hallo, kleines Häschen. Weiber. Ey, ich renne hier noch in der Halloween-Klamotte rum, das geht nicht. Ja, ich auch. Ja, du. So. Jetzt kann ich mich umziehen. Chat, was meinst du? Ziehe ich das an? Oder ziehe ich, wo ist es denn? Das an. Ich bin zu weit weg. Rot oder Petrol? Ich bin etwas Unsichtbares. Ich habe dich nicht ausgewählt, deswegen bist du unsichtbar. So, jetzt. Oh. Petrol? Gut. So. Der Chat hat entschieden, ich renne heute in Petrol rum. Ich komme. Wie ist das Textkommando dazu? Oh, hier geht's hoch übrigens. Wo seid ihr? Hier geht's auch irgendwo lang. Nee. Ich komme also, gerade. Ich bin da. Wo seid ihr? Ich hab mich verloren. Ich bin hier oben. Unter oben. Ich bin über euch. Ja, da oben. Ich bin schon da. Ich muss nur da hinkommen. Ich hab meine coole Petrole-Klamotte an. Und dann stresst sie. Ja, also ja, klar. Feigu? So. Ich bin da. Dann machen wir das mal hier fertig. Danke. Fertig. Oh, natürlich. Hi. Du hast überhaupt nichts gemacht. Noch jemand ohne Ticket? Ach, da hinten. Noch einer ohne Ticket? Nö. Okay. Nö. Das war's. Irgendwie passen wir jetzt modisch überhaupt nicht mehr zusammen. Ich bin zu modern. Modisch generell nirgendwo dazu. Ich bin zu modern angezogen, aber das macht nichts. Aus wie der letzte Trottel und egal was ich anziehe, ich sehe fett aus. Wir sehen aus wie der letzte Karnevalstrupp. Also. Das stimmt auch wieder. Aber ich mag das Outfit, was ich jetzt anhabe. Das habe ich auch noch mal in Rot. Ah, ich hätte es auch in Rot anziehen können, Chat. Das andere Rote war ja das Standard-Outfit, was ich immer so trage. Aber das hier, was ich jetzt anhabe, hätte ich auch noch mal in Rot. Das wäre vielleicht cooler gekommen heute. Weil das kann ich nicht. Weil das Rote kann ich zum Bogen nicht anziehen, weil der Bogen nämlich Petrol ist. Diese ganzen modischen Fragen. Auf was sie alles achtet. Ja. Ich bin ein Tussi, Mann! Ich trage so ein Ding für meine Zehen auszukratzen auf dem Rücken. Nun, hast du die Silfen gefunden? Wie bitte was? Galea? Hier? Erst die Silfen und dann die Galea. Das kann kein Zufall sein. Suchen die Galea vielleicht nach den Silfen? Womöglich, um sie zu fangen? Aber wie konnten sie unbemerkt so tief in den Wald vordringen? Nufikas Schar und das Klageregiment kontrollieren alle Wege. Kein Mull könnte sich unbemerkt an ihren wachsamen Soldaten vorbeischleichen. Es sei denn, sie schlafen. Sie haben sehr viel Alkohol getrunken, weil hier kauft Alkohol. Ja, und Cora hat mitgesoffen.
Ja, auf jeden Fall. Und Informationen über unsere Wachposten geliefert. Aber nicht von dem Feuerwasser, das muss doch ein Jahr liegen. Ja, ja, das trinkt Cora auch nicht. Die ist eher so Met. Ja, würde das auch Met. Nicht trinken wollen, bei dem, was Regal da drin voll ist. Mit Met. Das würde bedeuten, wir hätten einen Verräter in den eigenen Reihen. Oh, jetzt sieht man so ein Höschen aus. Ja. Ich wollte mir schon immer mal ein Höschen aussuchen, das mir alle nicht gefallen. Ah, was nehmen wir denn? Nein. Nein. Also eigentlich, nö. Passt mir alles nicht. Die sind alle dumm. Die wahrscheinlich die Dümmere haben, weil wahrscheinlich die Dümmere das ist. Was du anziehen kannst. Obwohl anziehen kann ich zwei davon, aber die Dümmere ist die bessere. So, ich habe mir einen ausgesucht. Die in der Mitte. Ja, die habe ich auch. Einfach weil es die Mitte war. Ich habe das Geld genommen. Ja, das Problem ist, das sind immer nur das Geld sind immer nur so ein paar wenige Gil, das bringt mir nichts. Ach, Kleinvieh macht Mist. Wenn man ein bisschen spart. Ich sehe unter meinem Hauberg meine Hose gar nicht. Ja, dann. Später vielleicht. Gustavan hat einen Verdacht, wer Informationen an die Galea verkauft haben könnte. Und ja, ich bin mir nicht einig, wie man das ausspricht. Damit müsst ihr jetzt leben. Galea, das stimmt schon. Gut, dass du gerade kommst. Ich muss dir etwas erzählen. Es geht um den Verräter, der vermutlich den Galeanen geholfen hat, unbemerkt in den Wald zu gelangen. Deine Mutter. Einer meiner Stammgäste. Dün, 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 der bisher immer nur billigen Fusel getrunken hatte. So eine Schande. Ihr solltet das teure Zeug nehmen, das ist besser. Kein Wunder, dass ihr ihn nicht leiden könnt. Er bestellt jetzt den Kuss nur noch das teuerste. Könntest du mal aufhören, so einen Stress zu machen? Wir unterhalten uns. Cora will auch saufen. Pfefferminz. Ja, darf sie ja. Ich muss was nehmen, um meinen Atem aufzufrischen, damit niemand merkt, dass ich getrunken habe. Hier im Chat, ne? Vor allem. Also wirklich, es geht ja, hier im Chat vor allem. Bestellt seit kurzem nur noch meine teuersten Weine und die erlesensten Speisen. So, was hast du hier? Wäre ein Händler, könnte man sich das noch irgendwie erklären. Aber er gehört zum Klageregiment. Die sind so arm, die können sich das nicht leisten. Du hast keine erlesenen Speisen. Ja, das wollte ich auch sagen. Bestimmt hat er Soup. Sein Sold würde niemals für dieses Leben in Saus und Braus reichen. Deshalb hatte ich mich schon gewundert, woher sein plötzlicher Reichtum wohl kommt. Was willst denn du wissen, was der nachts macht, hä? Huh? Ich habe schon gehört, dass es sowas hier in Final Fantasy auch gibt. Also bitte. Also mich wollte auch schon mal aus Elder Scrolls. Mir wollte mir jemand auch mal mich mal zu diesen Vierteln hier im Spiel rumführen, wo ja, genau. Und das würde Falk mitmachen. Ja. Richard versteht das ja nicht. Nein, Richard versteht das nicht. Richard würde wahrscheinlich dastehen und versuchen, den Frauen oder den Männern irgendwas überzuziehen, weil sie könnten frieren. Oder sie sind so arm, weil sie nichts mehr haben. Und er würde helfen. Als du mir von der Geschichte mit den Galeanen erzählt hast, kam mir der Gedanke, dass er der Verräter sein könnte und entsprechend vom Galeischen bezahlt wird. Ein Soldat des Klageregiments. Wer weiß, ob der das so ausspricht? Hm. Ja, vielleicht hat er schon einen im Tee. Ja. Der hat sich bei mir mittlerweile das Genick gebrochen. Der unseren Feinden Informationen liefert, könnte gewaltigen Schaden anrichten. Genauso wie ihr, wenn ihr nicht weiter einkauft. Kauft. Sonst muss ich alles selbst. Oh trinken. Nein! Oh nein! Der Verdächtige heißt Laurentius. Laurentius. Laurentius, lieber Laurentius, mein, wann werden wir wieder beisammen sein? Ja, ganz genau. Meine Güte, sind wir betrunken, ey. Am Montag. Am Dienstag. Hilfe. Und hat den Horst gerade Richtung Südosten verlassen. Sicher ist er noch im Südwald. Finde ihn. Also Laurentius hat den armen Horst verlassen. Jetzt geht's wieder los. Ja. Und fiel ihm auf den Zahn. Sollte er tatsächlich ein Verräter sein, dann bereite seinem Treiben ein Ende. Ich habe gerade eben verstanden und fühle ihm auf den Sack. Ich so, was?
Es passt gerade zum Horst. Ach ja. Ich hab Angst. Meine Güte, sind wir ein betrunkener Haufen. Die Leute, die Straßen lassen. Ja, vor allem, wir stehen hier alle gerade. Schau, ich hab mich so groß wie Feig gemacht. Schön. Kommt ihr? Ja, ja, wir kommen. Oh, ja, ich bin gekommen. So, jetzt. Was? Ich war seltsam. Ich brauche ein bisschen. Entschuldigung. Musst du erstmal da raus sich manövrieren? Und Feig findet die Tür nicht. Und bin wieder mit der Steuerung überfordert. Ich weiß auch nicht. Soll ich dich abholen? Nein, ist schon gut. Ich sehe euch. Warum rennst du auf der falschen Seite der Tür raus? Okay. Lass doch meine Tür in Ruhe. Ich habe Laurentius. Wo ist er denn? Irgendwo hier oben. Ich sehe es. Ihr müsst da. Da. Ich bin da. Umgehen, genau. Hi. Hi. Der sieht aber nicht gerade gesund aus gerade. Der hat schon so eine Abwehrhaltung. Junge, was ist? Ist so ein... Wahrscheinlich muss er pinkeln. Ja, so sieht der auch aus. Siehst du nicht, dass ich gerade auf Patrouille bin? Wenn du ein Anliegen an das Klageregiment hast, musst du dich im Hauptquartier melden. Der hat irgendwie diese Koteletten wie Prinz Hans von den südlichen Inseln. Oh ja, das ist ein Ruheding. Schon wieder. Wo hast du jetzt schon wieder ein Ziel gefunden? Ich weiß auch nicht, es war plötzlich da. Wir sollten für Feig alles aus dem Weg räumen, glaube ich. Ja, ich merk's schon. Hä, wie kommt denn der jetzt so schnell darüber? Ich bin hingelaufen. Ja, Laurentius. Der wird nicht angegriffen unterwegs. Ah. Ah, Herrgott! Richard! Hör auf, im Weg zu stehen! Jetzt dachte ich gerade, was steht da. Gerade noch geschafft. Sie müssen jeden Moment hier sein. Wer hätte gedacht, dass ein paar Vorräte und Karten über unsere Wachtpost und Patrouillen so gute Preise erzählen würden? Ich bin ein Glückspilz. Dank der Großzügigkeit des Kaiserreichs kann ich mir endlich das Leben leisten, das mir zusteht. Ah ja, das erzählt er uns jetzt gerade mal so nebenbei, während wir hier so stehen, ne? Du? Was hast du? Er hat es seinen Kisten erzählt, hast du es nicht gesehen? Ach so, er erzählt das seinen Kisten. Hat er sich hingemurmelt. Wie lange bist du... Hilfe! 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 Galea, beeilt euch! Ich bin's, Laurentius! Ich werde angegriffen! Was bist du für ein Arsch? Was bist du für ein peinliches Etwas? Ja komm, dann hauen wir dich kaputt! Ja. Könntet ihr mich bitte erst Dankeschön so? Jetzt seid ihr mir egal, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt! Ist da noch irgendeiner? Du bist aber gut mit deinem Ohr aus Kratzer. Ja. War's das schon? Ja, das war guck mal, der zählt schon wieder seine Kisten. Wir hätten gerne klauen können unterwegs. Wie konntest du gewinnen? Du, ich bin unschuldig. Sie sind zufällig aufgetaucht. Ich war auf Patrouille und... Bist du dumm? Ja. Und jetzt noch einmal mit Laurentius sprechen. Das war das gerade. Und jetzt? Ah, da lang. Laurentius, lieber Laurentius mein, wann werden wir wieder beisammen sein? Ich wette, da greift mich gleich was an. Ja. Mann, bin ich gut. Na, ich hau's ja schon weg. Danke. Feig, du hast ein Reaktionsvermögen. Hast du dich jetzt echt... Oh, tust du dich jetzt auch noch mit dem Windhexagon anlegen? Der hat mich auch angegriffen. Tut mir ja leid. Ah. Alles muss die Katze regeln. Oh! Ich bin für eine Truppe, ey. Chihantel, mein Freund. So. Aber zu Chihantel müssen wir jetzt nicht. Nein, aber hier ist der rote Kreis. Ja. Ja, aber hier ist nicht... Irgendwo muss das Ziel sein. Ich habe einen passiven Aggro-Skill, der ist aber nicht an. Die Viecher sind grundsätzlich aggro, wenn man in der Level-Range ist. Ja. Komm, hier. Ja, wenn man halt nicht zu weit ist. Oh, wir müssen aus der Gruppe raus. Ah, na toll. Ach, wie geht denn das schon wieder? So. Wie verlassen. Weißt du, das geht? So. Verlassen. Muss man eben kurz einen Schluck trinken? Ja, gut, dann kann ich noch ein Käffchen trinken. Chat, das war von uns allen die erste Assoziation zu diesem Namen. Okay, so. Dem Verräter auf der Spur beginnen. Ja. Ich
weiß nicht, warum ich es nicht einfach schon vor euch angefangen habe. Das sieht ja eh niemand. Was wolltest du? Es reicht! Moment, ich sehe noch nichts. Du siehst noch nichts? Ah, jetzt. Wie lange willst du mich noch verfolgen? Ich bin unschuldig. Du bist dumm. Ja, genau so sah das aus. Na gut, es hat wohl keinen Sinn. Ich habe Karten und Vorräte an das Galeische Kaiserreich verkauft. Ich brauchte das Geld und du hast recht. Ja, du bist nur blond sein, ne? Das ist Prinz Hans von den südlichen Inseln. Kein Wunder, dass er Geld braucht, wenn er jetzt sowieso keins mehr von seinem Königshaus kriegt. Das ist wahr. Sogar das Gesicht passt ein. Ja. Und er hat sich die Haare schwarz gefärbt, damit er nicht mehr zu erkennen ist. Und er nennt sich jetzt Laurentius und nicht mehr Hans. So. Vielleicht war das sein zweiter Vorname von Anfang an. Hans Laurentius. Na ja, also bei den Königen ist ja alles drin. Als ich dem Klageregiment beitrat, war ich stolz darauf, aber der karge Sold reichte nicht weit. Sie predigten Gerechtigkeit, Ehre und Pflichtgefühl, aber am Ende des Tages zählte doch, was man in der Tasche hat, oder nicht? Geld regiert die Welt. Ich habe meine Ehre verkauft. Ich habe mein Land, meine Heimat und all meine Freunde für Geld verkauft. Ja, du bist dumm. Immerhin erkennt er es selbst. Nein, er lacht sich einen ab. Und jetzt werde ich dich, meinen Herrn, ans Messer liefern. Hehehe. Verdammter Narr, hat man dir als Kind nicht beigebracht, nicht mit Fremden mitzugehen? Was? Was ist dein Problem, Junge? Galea, ich präsentiere euch den Abenteurer auf einem silbernen Tablett. Schnappt ihn euch! Die drei Hänflinge. Ja. Nun wirst du die Macht des Kaiserreichs zu spüren bekommen, wenn die nicht mehr Leute haben als die drei. Das Kaiserreich ist nicht so groß. Macht, wie sie nur durch Reichtum geschaffen wird. Das sagt zu mir. Reichtum, der ganze Armeen gefügig macht. Reichtum, der die Welt verändert. Und ich glaube, die Galea bringen ihn in der nächsten Gelegenheit um. Egal. Also ich habe im Moment auch 30.000 Gil ebenso einstecken. Kann ich dich auch kaufen? Seh an, da haben sich tatsächlich ein paar galeische Hunde in unserem Wald verirrt. Ich glaube, wir müssen ihnen eine Lektion erteilen. Oh, du da, Mikote. Du bist im Auftrag von Buskaron unterwegs, oder? Wir schulden dem alten Halunken noch etwas und außerdem können wir den galeischen Abschaum nicht ausstehen. Cool. Wie nett. Dann wollen wir mal. Hilfreich. Ich bin soweit. Töten wir die Dinger. Naja. Oh, ist eine Rotbauchwache. Das ist cool. Yeah, baby. Ich verpretsche alles hier. Ach, ich sollte vielleicht auch einen auswählen. Der ist schon tot. Manchmal ist es besser, wenn man sie auswählt. Dann können sie nämlich auch umfallen. Ja. Ich hau gerade auf. Ich auch. Oh. Das ist Laurentius. Ja, und irgendwie tauchen da jetzt noch mehr auf. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Ich glaube, du musst Laurentius töten. Ja, das mache ich gerade. Bin auch dabei, wenn nämlich nicht alle anspießen würden. Anspießen? Mit ihren Schwertchen hier. Du meinst auch mit den Lanzen? Ja. So nicht Lanzen wie Lanzen. Die wollen mit mir ihre Lanzen gehen. Jetzt geht's wieder los. Oh, eine Körklaubenjägerin kommt noch dazu. Das ist aber schön, dass ich hier echt nicht allein bin. Der ganze Abschaum aus dem Wald kommt dazu, um mir zu helfen. Ah. In schlechten Zeiten kommen alle zusammen. Buskaron ist kaputt. Nicht Buskaron, der andere PC. Laurentius. Ja. Hans Laurentius. Aber mir ist er noch nicht. Aber bei mir auch noch nicht. Bei mir hat er sich zwischenzeitlich mal geheilt, glaube ich. Bei mir ist er kaputt, aber ich muss trotzdem die ganzen anderen noch kaputt machen. Die anderen sind kein Problem. Körperjägerin, so, du noch. So, das war's. Das steht hier auch. Netten Leute auswählen. Ich bin noch nicht so weit. Ja, ich warte. Ich kann nicht ganz so kräftig draufhauen. Ich kann ausdauernd draufhauen, das ist wichtiger. Ja,
Ich hab Zeit. Was hast du für eine Waffe, Junge? Also Hans Laurentius hat einen Arschplack, glaube ich, als Waffe. So sieht das aus. So, das war Laurentius und jetzt noch die beiden anderen Trottel da unten. Ich hab's auch geschafft. Aber ganz ehrlich, wie sieht das Ding aus? Mitty, schau dir die Waffe bitte an, die Spitze. Stockbrot. Stockbrot? Ja, das muss Richard sagen. Eindeutig. Ja, da sind doch mehr. Hey, wenn er unterwegs mal Hunger hat. Und das Zeug wird steinhart. Oh, ja, das war's. Ich sag Arschplatz, ich sag Stockbrot und ich stell mir das jetzt gerade vor. Das Ding sieht irgendwie kaputt aus. Ja. Das darf nicht wahr sein. Wie konntest du nur die Soldaten des mächtigen galläischen Kaiserreichs besiegen? Warum kämpfen die Rotbäuche und Curl Clown plötzlich Seite an Seite? Ach, jetzt verstehe ich es. Buscarons gab es, das Leute auch ohne Geld zu überzeugen. Ich war der Narr, das sehe ich jetzt ein. Wow. Verzeih mir. Ich gehe sofort zur Bruderschaft der Morgenviper und gestehe meinen Verrat. Ich werde alles erzählen. Versprochen. Ich vertraue dir nicht. Nee. Ich auch nicht. Und bitte richte Buscaron meinen Dank aus. Er hat mir heute eine wichtige Lektion erteilt, die ich nie vergessen werde. In der Not kommt der ganze Abschaum. Überzeugt. Ja, in der Not kommt der ganze Abschaum zusammen und steht mir bei. Es gibt gewisse Regeln in diesem Wald. Es ist ein Feld aufgetaucht. Ja, das sollte so sein. In mir drinne. Weil die immer auftauchen. Lasst uns sie einfach ignorieren. Lasst uns einfach gehen. Lauft einfach aus dem Feld raus. Die folgen nicht weiter. Da hinten ist Lyra Croft. Lyra Croft. Was? Oder ich was? Lyra. Aber irgendwie war da. Ich hab die Namen ausgeschaltet, deswegen keine Ahnung. Aber die eine rennt uns dauernd über den Weg heute. Aber es war irgendwas mit Croft. Also, sowas wie Lara Croft bloß für Arme. Ja, mit einem Y drin. Wir haben gerade gelernt, dass Geld nichts zählt. Buscarron kann Beutel... Guck mal, da ist das Sieg, was du haben willst! Mein Glottis! Den kriegst du auch noch irgendwann. Ja, aber es ist eine Menge Zeit bis dahin. Und Arbeit. So. Du hast Laurentius also auf den Pfad der Rechtschaffenheit zurückgeführt. Ja, klar. Gerade war ein Bote der Bruderschaft hier, der berichtet hat, dass sich Laurentius tatsächlich gestellt und alles gebeichtet hat. Er ist schnell, der Junge. Ja, wie schnell ist denn der bitte schon nach Credania? Egal. Hier, da, Lyra Croft. Wo? Was? Wo? Die mit den rosa Haaren, die Katze hier unten. Ich kann sie jetzt gerade nicht anklicken. Release mal weiter. Es kann einem fast leid tun. Als kleiner Junge wurde seine Mutter getötet. Sobald er dann alt genug war, trat er ins Klageregiment ein, um seine Heimat Credania zu beschützen. Und dabei hatte er stets das Gefühl, schwach zu sein und nichts ausrichten zu können. Ist er auch immer noch. Mhm. Ja. Das hat ihn dazu verleitet, dem Lockruf des Geldes zu verfallen. Er hoffte wohl durch Gil Macht und Einfluss zu gewinnen. Er hätte sich ein Gehirn kaufen sollen. Ich habe eins gekocht letztes Wochenende. Ich weiß nicht, ob das noch so gut funktioniert. Kannst es ja nochmal wieder hochwürgen. Ist es ja gut. Ich glaube, das ist schon ausgeschieden. Das kann ich wieder auf dem Weg, ein Neues zu werden. Wenn er sich das nächste Mal im Horst blicken lässt, gebe ich ihm einen auf. Alter, wie groß ist der Horst? Du stehst mittendrin. Oh, fuck. Der Horst hat Platz für uns alle. Das erinnert mich irgendwie an ein Buscarron. Das erinnert mich an ein Märchen, was ich mal gelesen habe. Da ging es dann irgendwie auch darum, dass ein Typ halt irgendwie so Geschichten erzählt und keiner glaubt ihm und hat da gesagt, dass er einen Riesen gesehen hat. Und alle sagen so, hä? Nee, ist nicht. Und dann holt er sie aus dem Haus raus, ich zeig euch den Riesen und zeigt zum blauen Himmel hoch, guck mal, das ist das Blau vom Knopf des Riesen. Irgendwie so. Und dir danke ich von Herzen. Oder euch danke ich von Herzen.
ihr habt den Verräter entlarvt und einen verlorenen Sohn in den Schoß des Waldes zurückgeführt. Übrigens gibt es noch eine gute Nachricht. Ihr kriegt kostenlos ein bisschen Met. Yeah! Ich weiß jetzt, wo sich die älteste der Silfen befindet. Ich hätte gerne was aus dem Boxbeutel daneben. Ich will Met. Der Boxbeutel. Die Weinflaschen. Ach so, das kennst Ding. Du keinen Boxbeutel? Uskaron ist anscheinend an eine wichtige Information über die älteste der Silfen gelangt. Der Herr, da kann man neue Klamotten kriegen, in denen ich dick aussehe. Ach, guck mal. Oh. Ratet mal. Ich habe interessante Neuigkeiten über die Silfen herausgekriegt. Die älteste der Blätterfeen, Frixio, wurde gesichtet. Frixio, das ist die älteste und angesehenste Persönlichkeit in der Silfenzuflucht. Mit ihr hatte Credania schon des Öfteren diplomatischen Kontakt. So eine Art Vermittler zwischen den Credanien und den Silfen also. Danke. Im Südwald liegt die Tausendlöcher von Totorak. Ah, nein, nicht Totorak. Schon mal davon gehört? Das ist ein verfallener unterirdischer Kerker und dort hat man die Silfe angeblich gesehen. Ich glaube, den habe ich noch nicht freigeschaltet. Ganz vor kurzem. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr sie noch. Abenteurige, zu Hilfe! Es ist Fürchterik! Was ist das denn? Es hat ein Blatt vor dem Kopf. Ja. Hey, das ist ja eine von den blättrigen Gesellen. Nun beruhig dich doch erstmal, Kleine. Nimm mal Met. Die ehrwürdige Frixio ist im finstrigen Totorak. Nun kommt die Eltrixte nicht mehr heraus. Das sollte sich eure Älteste aber besser überlegen, in so ein gefährliches Gemäuer reinzuflattern. Seit 30 Jahren ist da keiner mehr runtergestiegen. Und was sich in dieser Zeit da unten alles eingenistet hat, will ich gar nicht wissen. Das ist garantiert alles voller Gewürm und Getier. Sie steigt ja nicht, sie fliegt ja. Sie ist heruntergesegelt. Wie ein Blatt im Wind. Sie haben Blatt und Brett vom Kopf vertauscht. Starkes. Ja, habt ihr das mit Gewürm und Getier gelesen? Ich weiß es nicht. Ja. Frixio ist doch nicht freiwillig da drin. Die gemeinigen Gallier haben sich hineingescheucht. Ach bitte, irgendwelche sollen ihr helfen. Warum sind es Gallier und nicht Galliarige? Das stört mich. Ja. Das ist schlecht. Frixio ist ins Wohlgesinnt. Ohne sie würde uns eine wichtige Verhandlungspartnerin fehlen. Diese Silfe ist verschwunden. Verwundet, du hast recht. Ich werde mich um die Verletzungen kümmern. Ida, fordere von der Bruderschaft Hilfe an. Jawohl, wir werden ja nicht unsere Brücke zu den Silfen verlieren. Aber wir wollen ja nicht, egal. Werden auch nicht. Auch nicht. Wir tun alles dafür. Feigo Ephegion und die beiden anderen. Könnt ihr schon vorauslaufen und versuchen, Frixio aus den tausend Löchern von Totorak zu retten? Wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Gott, er ist so klein und ich bin so groß. Mhm. Und eigentlich kann ich so gar nicht nicken, wie ich den Kopf halte. So weit. Da verschluckst du dich doch bei. So, okay, dann wollen wir mal. Jetzt eine Frage klären. Gehen wir zu dritt rein? Ich weiß nicht, dürfen wir da zu dritt rein? Ich glaube schon. Ich versuche euch jetzt, hol euch jetzt erstmal wieder in die Gruppe. Oh ja. Ich weiß nicht, ob man beim ersten Besuch auch schon. Das werden wir herausfinden. Kann. Wir gehen erstmal. Das sieht so gequält aus. Ja. Falk hat nicht viel geübt. Da fällt mir ein, ich muss mal auch meine ganzen Dinger wieder neu richten hier. Ich muss generell mal alles richten, aber keine Lust. Ich folge deinem Gobelin. Dem Gobelin? Ja, Vorsicht. Dem Gobelin. Ja, ach, ja. Oh. Toll, natürlich gleich vergiftet, geil. Ja, das sind. Lass uns einfach weitergehen. Ja, wir sind ja schon da. Das ist das Problem. Ich glaube, da war ich noch nie drin.
Den kann man mir auch, glaube ich, erst jetzt freischalten, aber... Ja, du kennst es anscheinend schon. So, ja, mit einem anderen Charakter dran. Bin ich schon ein bisschen weiter. Wer okay. macht Plois Zirant? Oh Gott. Hier liegen die 1000 Löcher von Totorak, der berüchtigte... Was? Deine Silfe reingeflogen ist? Da wird doch nicht, während ich nur kurz Pause gemacht habe, verflixt? Dabei soll ich keinen reinlassen, weil da drin eine Unmenge von gefährlichen Ungeziefer haust. Ich hab einen Hättest Moment. Jemand sollte die Silfe besser da rausholen. Ich glaube nicht, dass die Silfe diese riesige Tür alleine aufgemacht hat. Ich kann durch die Tür fliegen. Abenteurer, ich erteile dir hiermit die Genehmigung, diesen Kerker zu betreten. Aber selbstverständlich nicht alleine. Um die Sicherheit zu einem gewissen Grad zu gewährleisten, müssen außerdem einige Auflagen erfüllt sein. Ach, das sollte französisch sein? Tut mir leid. Das ist immer französisch. Okay. Und wie spricht man das aus? Bloistra? Bloisra? Blosora? Briska Bravil? Nicht reingehen. Bravil? Briska Bravil. Nicht reingehen. Nicht reingehen. Inhaltssuche. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn ich mich noch erinnere, wie es geht. Genau dahin. Keine Beschränkungen einstellen. Okay. Ich war nah dran. Ja, wie spricht man denn? Ich sagte Blosora. Aha. 1000 Löcher von Totorak. Der Bienenswing. Ja, der ist geil. Okay. Teilnehmen. 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 Okay. Das hat geklappt. Dann nehmen wir alle teil. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Uns. Wenn nicht, kann man, glaube ich, mit NPCs rein, wenn man das will. Ansonsten muss man gucken, dass man irgendwie noch einen Damage-Dealer reinkriegt. Scheiße, ich bin der einzige Damage-Dealer gerade. Ja. Yep. Hätte ich doch vielleicht doch wieder meinen Bogenschützen nehmen sollen, dann würde ich uns jetzt da einfach durchjagen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Ja, ich weiß. Hauptsache, wir kommen durch. Also wirklich. Oh mein Gott, hier war ich noch nie. Ich bin derjenige, auf den die ganze Zeit eingekloppt wird, ja. Ja, deswegen wähle ich dich auch aus und pass auf, dass du nicht umfällst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Feigo. Ja, genau, oh. Feigo muss die Tänze lernen, hast recht. Da sind Dinge. Da ist eine verwaschene... Ja. Das müssen Notiz. Wir... Was steht denn da? Totorak-Expedition Notizen. Pikinier-Leutnant Driedel des Ach, der. Klageregiments. Schon kurz nach Beginn der Expedition auf eine Vielzahl feindlicher Kreaturen gestoßen. Mit weiteren Konfrontationen ist zu rechnen. Entsenden eine Gruppe Späher zur Auskundschaftung der Lage und setzen den Weg fort. Ach, nicht spannendes. Wo ist weiter? Okay. Da. Okay. Und schon stütz. Sind sie aggro. Stütz dich rein. Sie haben aber schön gewartet, bis du gelesen hast. Ja. Brav. Jetzt neben dem Monster. Genau, weg. Ist da noch irgendwo ein Monster da? Ja, da wo ich bin. Ja, warum frag ich überhaupt? So. Aha. Noch mehr Monster. Ja, natürlich, aber ich muss mich ein bisschen umgucken. Ich war hier noch nie, es ist hübsch hier. Ja, das ist wahr. Du kannst ruhig laufen, Feige. Okay, okay, gut. Weißt du, wie weit das Backes ist? Ich komm schon. Nett. Die wollen nicht von dir, oder wie? Ja, geil. Die waren nett. Bis Matti was getan hat. Ja, ich weiß. Das kann ich mir vorstellen, das sind Milben. Da ist doch eine. Oh! Jetzt sich versteckt zwischen ihren toten Brüdern. Warum hat sie sich jetzt geheilt? Ist ja seltsam. Oh, man hätte sie töten müssen. Da ist gerade die Tür aufgegangen. Ah, okay. Und haben wir alles richtig gemacht oder sind noch mehr davon? Ja, zieh sie mal an. Zieh mal Aggro. Gut. Ich halte mich an die Dungeon-Regen. Erst der Tank, okay. Dann der Damage-Dealer, dann der Heiler. Ja, der Heiler.
Der Heiler hat gerade eine Milbe hier. Der Heiler hat eine Milbe da. Warum ist die Milbe bei dir? Was soll das? Hey Milbe, ich bin hier. Guck, guck. Ich hab Agro-Ding an. Ich hab Agro-Ding an. Das klingt gut. Mein Problem ist, dass ich immer noch keine Area of Effect Attacke habe. Das ist so nervig. Ich muss echt. Das hab ich auch nicht. Bei dir ist es aber nicht schlimm. Ich muss die Aggro halten und ich muss jedes Viech einzeln anklicken dafür. Ach so, das kannst du einstellen, dass du das nicht mehr musst. Nein, wenn ich eine Area of Effect habe und ich treffe alle, dann ziehe ich automatisch die Aggro von allen. Würdest du die Viecher mal kurz aggro-technisch auf dich ziehen, bitte? Ich versuche es. Ah, oh, leck mich doch, ey, verdammt Fiedle, ey. Ja, so, dann... Ich glaube, ich hab's... Wieso kann ich das nicht angreifen? So, jetzt kann ich es angreifen. Nee, ich musste das auch einstellen, dass ich die Viecher nicht mehr einzeln dass ich sie automatisch angreife und nicht mehr erst auswählen muss. Na gut, das weiß ich nicht, ob ich das kann. Aber ich, doch, ich das kannst halt du auch. Eine, ich hab halt nur eine Attacke, die überhaupt auf mehr als auf ein Monster geht. Das ist im Moment noch so mein größtes Problem. Ich hoffe, dass da noch welche kommen. Ja, da kommen noch welche. Weil das ist sehr anstrengend, wenn man größere Gruppen hat und ich will die von euch fernhalten. Oh, warte mal, was ist hier drin? Nix. Schade. Was ist hier drin? Da ist nochmal irgendwie was. Wo ist es denn? Ah, da. Hier. Ist da was drin? Nö. Nix. Schade. So. Ach, das ist schön. Ohu. Ja, lass erstmal Feig reingehen. Feig muss reingehen als erstes. Ich bin drin. Ja, und du musst das Vieh angreifen. Ich bin drin. Gut. Ich bin drin. Es hat mich. Das war ja einfach. Es hat mich. Es sieht mich. Gut, dann kann ich sie ja jetzt auch angreifen. Wir lernen das alles. Es hat mich, es sieht mich und es tut mir irgendwie überhaupt nicht weh. Ja, das ist ich cool. Warte auf den Tag, wo ich das zu irgendeinem Viech sage und dann one-shot es mich. Außerdem heile ich dich die ganze Zeit, falls es dir nicht auffällt. Ja, aber es zieht doch weniger ab, als ich erwartet hätte. Dafür, dass es auch so vertraut ist, ein so, bisschen sein. Oh, Schatztruhe. Ja, Schatztruhe. Hier war ich noch nicht. Was gibt's denn hier Schönes? Ein paar Briganten-Handschuhe. Wieso kann ich nur Gier würfeln, wenn ich Bedarf? Ich hab sie gekriegt. Warum hab ich sie gekriegt? Egal. Das weiß ich nicht. Ich konnte nur Gier oder Passen bewürfeln. Ich konnte nicht auf Bedarf würfeln. Ja, dann musst du Gier nehmen. Ich habe Gier gewürfelt. Dann hab ich sie gekriegt. Ja. Wenn du so willst, kann ich sie dir geben, falls sie frei sind. Ja, es ist jetzt nicht. Seid ihr soweit? Hey, lauf einfach. Wir kommen schon. Pass auf. In der Hoffnung, dass ich mich hier mal kenne. Aufseher, Peitsche, wow. Das klingt schon wieder pervers. Ja. Weil ich muss ja nichts machen, außer mich herumdrehen. Ich bin schnell. Ich hätte Lust auf ein bisschen Dudu-Action. Dudu? Alter, das klingt pervers! So war das auch gemeint! Was ist ein Kerkersetzling? Ich hab den nicht gesehen. Ich hab keine Ahnung. Du hast einen Kerkersetzling gekriegt. Ja, das hab ich auch gekriegt. Ja, du, ich nicht. Pudding, oh mein Gott. Das sieht widerlich aus! Oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich damit zu tun haben möchte. Juhu! Wir sind doch niedlich. Also, oh mein Gott! Geht. Wir haben noch mal kleine Überzieher. Die sind doch ganz schnell. Hey, hier geblieben! Nicht zu mir. Böse, ganz böse. Ich hab dich nicht mal angegriffen, glaube ich. So. Ich kann das nicht ganz kontrollieren, wen ich Heiler anleite. Heiler ziehen Aggro, wenn sie heilen. Das ist so dumm. Ja. Ja, weil alle Heiler immer, weil wenn der Heiler am Arsch ist, ist die Gruppe am Arsch quasi. Ja, aber trotzdem ist es irgendwie dumm, dass sie auf, ich weiß nicht, hoch wie viel Zeit, wie viel Entfernung Aggro ziehen können, wenn sie heilen. Wie gesagt, speziell, wenn das so geregelt ist wie hier, dass ich echt nicht die sehr leicht auf mich aufmerksam machen kann. Herrgott! Ich zerstelle mich einfach zwischen den Heiler und den Viechern. Danke. Das ist sehr nett. Das ist mein Job, ich bin Damage-Dealer. Nein, eigentlich ist dein Job, auf die Monster draufzuhauen, nicht mich zu schützen, aber das ist deine Job. Das ist mein Job, eigentlich. Ich kann ihn irgendwie noch nicht so gut machen, wie ich das gerne hätte.
Mein Job ist, alles gleichzeitig zu tun. Den Heiler beschützen und den Tank zu unterstützen. Das ist mein Job. Dein Job ist es, die Viecher zu töten. Mein Job ist es, die Viecher daran zu hindern, zu euch zu kommen. Ja. Weil eigentlich ist es so, ich muss eigentlich nur darauf aufpassen, dass der Tank nicht stirbt. Ja, weil, weil die Monster sich meistens ja nicht für mich interessieren. Das ist das Gute. Das einzige Problem ist halt, dass ich im Moment noch Probleme damit habe, mehrere Monster gleichzeitig auf mich aufmerksam zu machen. Die einzige Attacke, mit der das sicher funktioniert, ist mein Reflexionszauber. Aber wenn wir jedes Mal warten, bis der wieder aufgeladen ist, wird das zeitlich echt eng. Eng. Was ist das? Ich kann da so eine komische Stimme aus. Voll random! Eng. Das war aus dem Mikro, nicht von mir. Glaube ich zumindest. Sagen. Ich hoffe es zumindest. Wartet. Also, Falk, wir müssen dir Stepptanzen und so weiter beibringen. Ja. Juhu, das wird so lustig. Das wird so lustig. Wieso greifst du mich an, du böse Vieh? Das ist eine Milde. Ja, ich... Hallo, was? Monster, hier bin ich. Auf mit dem Scheiß. Genau, guck mich an. So. Guck mich an. Sag mal, habe ich eigentlich keine stärkere Waffe? Augen. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich eine stärkere Waffe habe. Ja. Oh mein Gott, ich habe jede Menge stärker. Das muss ich jetzt nicht verstehen, aber jetzt renne ich halt in Winterklamotten rum. Weil du wahrscheinlich irgendein Set überlagert hast damit. Ich bin drinne. Ja, ist auch egal. Neunschwänzige Chorranke. Ja. Hey! Hey, Mure. Gegner. Gegner haben. Wo sind der Gegner gekommen? Böse Gegner? Hier, hierher. Du auch! Du da! So, das war's schon. Ich. Du, dein komischer Haken. Das sieht schon witzig aus, wenn du angreifst. Ich habe eine Aufseherhose. Ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Platz für dieses ganze Zeug. Nein, ich will nicht die Schatztruhe, ich will Falk auswählen. Falk ist meine Schatztruhe. Oh. Oh. Hier kommt man rein. Die haben dich gesehen. What the fuck? Diese Biester. Ach, ich mach sie einfach mal kaputt. Ja, ich helfe dir dabei. Ja. Noch irgendwo ein Out-Ticket? Ach, da. Ich hab... Pumpe. Und dann für nichts. Ja. Das hab ich auch grad gedacht. Da ist nochmal ein Knast. Auch nix. Die Pritsche sieht noch nicht mehr bequem aus. Was ist da? Das ist ein Gefängnis, das muss auch nicht bequem sein. Hier ist Sir, auch eine Forenszelle. Aber irgendwas klingt hier widerlich. So schlapperig. Ich kann nichts hören. Pfad der Vergebung. Ich höre auch nichts. Also nicht so viel. Da sind wieder Drecksläuse. Ja, das ist das Richtige. Da ist schon wieder eine verwaschene Hier ist eine verwaschene Inschrift dann wieder. Mattys Part. Ey. Wo ist jemand anderes? Ich muss hier gerade irgendwas töten. Was töte ich eigentlich gerade? Ah, eine Dreckslaus. Und jetzt du noch, mein Schatz. Ich bin verwaschene Notiz ausgewählt. Manchmal wundere ich mich über die Sachen, die er auswählt. Gut, dann lese ich jetzt die verwaschene Notiz. Lies die verwaschene Notiz. Drittens, weiteres Vordringen ergab exorbitanten Milbenbefall. Ich gehe hier wieder raus, Mann. Speer vermutlich ums Leben gekommen. Aha. Experte empfiehlt sofortigen Rückzug, bevor weitere Einheiten den Biestern zum Opfer fallen. Pfui Deibel! Milbenbefall! Da sind lauter Eierkokons. Mhm. Ja, und die haben diese Dinger da gefressen. Ja, das würde ich auch tun. Die schmecken sicherlich gut, Veganer und so.
Da, wenn man hier drüber läuft. Hier, hört mal. Ach. Ich kann nichts hören, weil ich höre mich nicht, weil ich bin Ach so. Nicht... Ich höre mich nicht. Guck mal, da ist dein Freund, der Pudding. Ja, Knastpudding. Juhu. Dein Freund, der Pudding. Ey, ich hab auf dich draufgehauen, ja? Ja, ich hab die Exa. Die Exa-Dings gesehen. Die Exa-Dings. Die Exa-Dings? Das Exagon. Ja, wie auch immer, ist mir egal. Das Ding halt. So, ich hab's kaputt gemacht. Oh, da ist eine Schatztruhe. Ja, und Viechzeug. Ja. Noch mehr Drecksläuse. Gebieter der Gezeiten. Aha. Das sieht nicht aus für was ich brauche. Oh, das ist also ein passender Weg. Und ich hab's gekriegt. Aber ich brauch es wahrscheinlich eh nicht. Ich habe ganz absichtlich passen gedrückt. Und ich hab mir gedacht, man kann's verkaufen. Ich hab eh keinen Platz im Arsenal. So absolut überhaupt gar keinen. Und im Inventar auch nicht. Gefangenenfreude heißt Nippels. Oh mein Gott, das klingt irgendwie nicht sehr gut. Das klingt irgendwie so. Die sind nur schlechte Abklatsche von den Matschprinzessinnen. Und die Matschprinzessinnen ist niedlich. Tja. Das, ja. Santa Squana, Matschbanana. Yahoo! Zellenmilben. Ja, wir sind ja auch schon auf dem Weg zur Folterkammer. Komm, dann geht's voran. Ich hätte gerne die da hinten, auf die ich noch nicht drauf dauert habe, dachte. Ich hau auf alles drauf. Ja, das ist gut. Ich muss mich nachher wieder umziehen. Es ist besser, wenn sie kurzfristig auf dich gehen, als auf Matti. Guck mal, da ist ein Türchen aufgegangen. Ja. Kartograf, 1000 Löcher von Totorak. Totorak. Wir haben alle Räumlichkeiten von Totorak gesehen. Das Geräusch ist so widerlich auf dem Boden. Erinnerung. Seid ihr hinter mir? Ja. Okay. Alle da. So, mal gucken. Video. Und ich in der Winterklamotte, sieht gut aus. Feig sieht voll unbeeindruckt aus. Wer bist denn du? Oh. Rico, bist du? Oh, jetzt hat's. Oh, jetzt ist es. Ich krieg wieder Kopfschmerzen. Mhm. Ach, der Fatzke. Mhm. Elko Heatra Bukluhats. Ich verstehe, was du sagst. Ja, ich auch. Sie ist Tagon Rahiadon. Tagon Melrock. Topsag Lupa Equi. Trotzdem will ich in deiner primitiven Sprache zu dir sprechen. Aus Freude über unsere Begegnung. Die Stimme kenne ich. Ja, ich auch. Aber woher? Und ich stehe in Winterklamotten vor ihm. Ich bin der Ashien La Brea, Diener des einzig wahren Gottes. Du hast mein Interesse geweckt. Du... Und die Kraft, die in dir ruht. Das Licht hat sich in dir eingenistet und zerfrisst dich wie ein Geschwür von innen. Ich glaube, aus irgendeinem Hörspiel. Fühlt sich doch gut an, das Geschwür. Wesen der Dunkelheit. Oh. Deine Gabe ist beachtlich. Du scheinst sogar in der Lage zu sein, den Äther zu formen. Ich höre ihm überhaupt nicht zu. Und Lichtkristalle zu manifestieren. Gerne würde ich erleben, wie du Geschichte schreibst. Doch du bist dem absoluten Gott in die Quere gekommen. Sexy mit Lucys Stimme. Mhm. Sorry, ich bin Gott. Was willst du von mir? Höre, fühle, erkenne. Meine Brust redet mit mir. Mhm. Ich gucke die ganze Zeit die Wand an. Die Geschichte von dir und dem Kristall nun ein jähes Ende nehmen.
Gott sei Dank habe ich mir Winterklamotten angezogen. Das hat viele Augen. Ich mag Dinge mit vielen Augen. Absolut. Oh mein Gott! Okay, los geht's! Lass es uns töten! Ich bin vorbereitet. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung, was es für Fähigkeiten hat, das Kraft. Ich auch nicht. Fierce. Wir werden sehen, wie schnell wir draufgehen. Du bist sehr positiv eingestellt. Ich glaube, ach, weißt du, noch welche an den Seiten auf, hinter dir. Ja. Das macht nichts. Die gehen eh auf dich. Und die interessieren mich nicht. Nein, die gehen auf Matti erstmal. Die gehen auf mich. Nicht. Ey, gib bitte das da. Komm her. Ich bin hier. Ja, ich kümmere mich um das große Viech. Weil wenn das am Arsch ist... Ah, das grüne Zeug ist, glaube ich, nicht gut für uns. Ja, das kann sein. Da sind noch welche aufgetaucht. Also dann wird's voll hier. Ja, es hilft nur, wenn ich das große Viech am Arsch mache. Oh, verdammt. Ja. Und das ist mein Job. Habe ich ja jetzt gelernt. Ich sehe nicht mehr, was ich tue. Ich auch nicht viel. Es Vieh ist gleich tot. So, bitteschön. Gut. Auf in die Dungeons 1. 2. Na, dann null niente. Yay! Yeah. Mein Kätzchen, aus, wenn ich mich freue. Mein Kätzchen macht immer Yay! So, cool. Schatztruhe! Wir haben knapp 19 Minuten gebraucht, das ist eigentlich. Das ist geht gut. Doch ganz gut. Oh, Gladiatorenrüstzeug des Forstbrandes. Will ich haben. So, Matti, du oder ich, du oder ich. Ich hab's! Ja! Gut. Alles gut? Nein! Sie ist größenwahnsinnig, das ist normal. Ich verstehe. Gehen wir wieder raus? Yep. Hey, jetzt gehen die auch noch ohne mich. Was hast du davon? Ja, wir größenwahnsinnig durch die Gegend lacht. Nicht mehr zu helfen. Ja, wir haben alle Löcher gestopft. Sorry, ich konnte dir vorhin während dem Text nicht antworten, während die da gelabert haben. Deswegen, ja, wir haben jetzt alle Löcher gestopft. Das, wir haben sie alle untersucht. Da ist sie. Wer? Puh, endlich ist die meinige befreit. Hallo, ich bin noch nicht so weit. Ach, sie da! Oh. Kommt sie da jetzt raus? Ja. Sag, wenn du so weit bist. Oh Gott, die hat die Brille auf, ist das süß! So, jetzt hat. Ein ganz düstriger hat die meinige fest in einen Karton, ein Kokon, eingeschwollen. Es rappelt im Karton. Don, 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 don. Die meinige ist fast zu Gieserbrei zerquetscht worden. Aber irgendein Hilfreichiger hat die meinige gerettet und der düstrige ist verschwunden. Hat der Heldenhaftige etwa all die Monstrigen besiegt? Oh, danke. Vielen Dank. Das sieht aus, als hätte die irgendwie so Blumas an, oder? So niedlich. Mhm. Ja. Lasst uns nun diesen finstrigen Ort verlassen. Schnell kehren wir zur Silphenzuflucht zurück. Sie sieht aus wie so eine alte Bibliothekarin. Oh, ich hab schon wieder Kopfschmerzen. Ich kriege Kopfschmerzen. Ihr seid euch einig. Ja. Kriegt der Hase keine Kopfschmerzen? Hat er schon wieder eine Ibu genommen? Natürlich. Nein. Ihm geht es genauso, aber ich muss nicht alles kommentieren. Man sieht es doch. Bei mir sieht man es nicht, ja? Vielleicht sieht immer so aus. Centurio, der Trupp bei Lerchenruf hat das Zielobjekt aus den Augen verloren. Verstanden. Ah, das gibt's doch nicht. Wo ist das Miststück hin? Also noch keine Spur von Ramu. Tribunus. Nein, leider kein Anzeichen. Aber wir... Genug. Spar dir deine Worte. Wenn wir weiter vordringen, werden die Gridani auf uns aufmerksam. Die Weisung lautet aber, eine direkte Konfrontation zu vermeiden.
Dass die Sylphen ihren Ramu in letzter Zeit nicht beschworen haben, scheint also zu stimmen. Wir sollten die verdammte Operation abbrechen. Die Götter Eoseas erfüllen einem aber auch nicht den kleinsten Wunsch. Was für ein nutzloses Pack. Was ist mit den Sylphen, die wir vorhin gefangen haben? Da waren doch ein paar am Leben, oder? Es tut mir leid. Wir wollten aus ihnen herauskriegen, wo sich Ramu versteckt hält, aber da haben wir sie wohl etwas zu hart rangenommen. Ihr könnt doch gar nichts richtig machen. Was bringen uns tote Geiseln? Auch egal. Ohne Götter sind die wilden Stämme ohnehin nur dummes Vieh ohne Verstand. Oder Gemüse in diesem Fall. Jetzt habe ich Hunger. Es wird gleich dunkel. Wir nutzen die Dämmerung zum Rückzug. Los, Bewegung! Also deren Gruß sieht weniger dumm aus als das andere. Alles Idioten. Meine Welt ist so Sepia. Wenn das so weitergeht, kommen wir nie ans Ziel. Ich muss Geduld haben, dann finde ich auch die Farbe wieder. Unsere Mühe wird irgendwann belohnt werden. Oder wie hast du einmal gesagt? Selbst wenn dabei Himmel und Erde zugrunde gehen sollten, wer soll bis an die Grenzen des Möglichen vordringen, wenn nicht wir? Das ist wohl die Bestimmung der Magitech-Ingenieure, was, Galant? Aber dein Stern ist im Sinken begriffen. Nun beginnt meine Ära. Nein, Entschuldigung, nun beginnt meine Ära. Das war kursiv. Und im Angesicht dieser glorreichen Zukunft wird sogar die absolute Waffe für Logatus Gaius verblassen. Du kannst so schön lachen. Ach, er fühlt sich so toll. Ja. Der größte Stecher des Universums. Altigste Frixilio, bestimmt haben diese Genoxia getötet. Noxia? Die Finstrigen haben sicher... das bin ich. Ja. Sicher noch Schlimmeres im Sinn. Die Andrigen entführten. Ach. Die Fremdrigen kann man einfach nicht trauen. Die Gemeinigen aus Galemald sind ganz anders als die Kridania. Schnell weg, bevor die Gemeinigen wiederkommen. Was schaut der Deinige denn in die Luft? Ich habe nicht in die Luft geschaut, sondern auf den Fußboden. Mhm. Und warum ist der Deinige eigentlich in dieser Gegend? Hat der Hilfsbereitige etwa nach der Meinigen gesucht? Ja. Gott mal so. Oh, der Neugierige will über den großen Ramu sprechen. Na gut. Großigen. Weil der Deinige Noraxia so nett geholfen hat, wollen auch die Unsrigen etwas geben. Um die Meinige braucht sich der Nettige keine Sorgen zu machen. Der Nettige kann ruhig zu seinigen Freunden zurückkehren. Oder der Deinige kann auch zur Sylphenzuflucht kommen. Dann werden die Unsrigen etwas über den großigen Ramu erklären. Abgemacht. Dann kommt der Mutige also zu den Unsrigen. Und jetzt nichts wie fort von diesem Ort. Oder so eine nette Oma, die ihm immer Kekse bringt. Die sind wie voll süß. Ja, ich finde sie auch so niedlich. So, die Meinige muss ich jetzt dann erstmal wieder umziehen. Ich renne hier nicht weiter im Wintermantel durch die Gegend. Warum Chat, nicht? Rot oder Petrol? Wenn ich dann hier irgendwann rauskomme. So, jetzt bin ich hier raus. Also, immer noch Petrol, gut. Ich meine, das gleiche Outfit hätte eben noch nur ein Rot. Wir müssen da lang. Ich bin der Folgige. Du bist der Folgige? Ich bin der Folgige. Feig. Und ich bin voll. Ja, das passt. Na, leider noch nicht.
Sie kann auch gerade auslaufen. Verdammt. Kann sie mehr als ich? So. Da bist du ja wieder. Und? Hast du die älteste der Silfen gefunden? Na, da hast du ja einiges erlebt. Aber es hat ja nochmal ein gutes Ende genommen. Und nur 19 Minuten gedauert. Das heißt, ihr seid verdammt durstig, ha? Pudding. Ich werde der Bruderschaft direkt von deinen Großtaten berichten. Oder was meinst du? Jetzt können wir endlich mit den Silfen verhandeln. Du solltest dabei gleich zur Silfenzuflucht laufen. Da hat Frixio dir doch, das hat Frixio dir doch gesagt. Vielen Dank für alles. Ich hoffe, du schaust bald wieder vorbei. Ich werde stets einen guten Tropfen für dich bereithalten. Yay! Oh, jetzt muss ich was aussuchen. Alles nichts für mich. Ich nehme das hier. Irgendwie ein Level oder so gemacht. Ich nehme das. Und dann ziehe ich das an. Aber fast. Buskoron will schon wieder irgendwas von uns. Oh, wie süß, Pike. Gott, sehe ich fett aus. Ah, das. Aber das Outfit mag ich voll gerne. Und in grün sieht das gut aus. Ich habe das in gelb. Okay. So. Buskoron möchte den Silfen etwas zukommen lassen. Und dafür kriegen wir Schuhe. Da gibt's Schuhe. Hast du vor, gleich jetzt zur Silfenzuflucht zu gehen? Könntest du etwas für mich mitnehmen? Frische Unterwäsche? Zur sicheren Rückkehr ihrer Ältesten möchte ich den Silfen etwas schenken. Außerdem will ich meine Hoffnung ausdrücken, dass wir weiterhin in Freundschaft verbunden bleiben. Schließlich sind wir gewissermaßen Nachbarn. Seit der Katastrophe hat sich der Wald stark verändert. Die Gebieter sind geschwächt. Bis das Gleichgewicht wiederhergestellt ist, müssen alle freiheitsliebenden Wesen des Waldes zusammenhalten. Nur wenn Gridania und Silfen zusammenarbeiten, können wir den Wald beschützen. Das Geschenk soll ein Zeichen unserer Verbundenheit sein. So. Oh, ich will Karten spielen. Und ich... Ja, dann spiel mal kurz Karten. Ich muss mal ganz schnell Pipi gehen. Bin gleich wieder da. Das dauert ein bisschen länger mit meinem Kartenspiel. Aber egal. Der hat 3 Karten. Okay. Nicht mal empfohlen, weil die Karten sind nicht mehr aktuell. Du hast ein Kartenspielzeichen neben deinem Namen. Ja, wir spielen gerade. Oh, er hat gute Karten. Welche Regeln waren das? Alle offen, Malus. Jede Fraktionskarte hat einen Malus. Ordnung. Alle Karten müssen in der Reihenfolge gespielt werden. Das hasse ich. Das ist sehr fies. Ich kann mich nicht auf den Tisch setzen. Wenn ich mich auf den Tisch setze, dann teleportiert er mich auf den Stuhl. Dann setze ich nicht auf den Tisch. Aber ich wollte mich auf den Tisch setzen. Der Stuhl ist zu klein für mich. Okay, verstehe. So, die meinige ist zurück. Oh, das ging aber schnell. Schau, ich bin halt ein Kerl. Wusstest du das nicht? Ich hatte gar nicht eine Karte gewinnen, während du weg warst. Okay. Ich würde schon mal ganz schnell vorgehen zu Hortons, indem ich teleportiere, dann kann ich mich nämlich schon mal umziehen gehen. Mach doch. Mach ich auch. Wir sehen uns gleich dort. Bis dann. Ich habe keine Ahnung. Wir dachten, du wüsstest das. Ach so. Wollten wir nicht Nino Kuni machen? Ha? Wir können mit teleportieren. Cool. Oh! Weil du wolltest ja wegen schreiben, oder nicht? Nino Kuni? Ach ja. Mhm. Ah, nee, wegen deinen, wegen dem Write-In. Genau, wegen deinen Chat-Dingern. Deswegen wollten wir den Monat Nino Kuni machen. Okay. Weil er gerade nicht kann. So. Und das überspeichere ich jetzt aber gleich mal, damit ich das nämlich jetzt nicht dauernd wieder machen muss. Okay, passt. Gut! Okay. Gut, wenn du dich auf beides freust. Mhm. Du musst erstmal wieder in Nino Kuni reinkommen, das wird spaßig. So. Ach, ist er schon wieder am Kloppen da unten? Nö, ich mache nichts. Okay, dann war das jemand anderes. Ach so. Ich muss mich halten, dass mich nicht gleich irgendwas angreift, aber gerade mache ich nichts. Okay. Ich glaube, ganz langsam kommt Falk auch aus dem Levelbereich raus, oder? Welches Level bist du? 28. Ja, ich bin ein Level höher als eben. So ganz langsam, glaube ich. Na dann. Aber bei Tank ist es immer schwierig zu sagen. Guck mal, da hopst ein Motorrad rum. Mm-mm. Ja.
Du hast recht. Ein fröhliches Motorrad. Mhm. Auch die muss es geben. Hat sehr viel Spaß. So, Laxio, servus, Laxio. Nee, Moment, hä? Nolexia. Wo bin ich denn? Ich bin irgendwie falsch. Genau, bringt den unsrigen ein Geschenk aus dem Horst. Horst? Oh, solch einen lieblichen Duft hat die meinige noch nie gerochen. Der seinige aus dem Horst und der laufende sind sehr freundlich. Horst? Meinige ist sehr erfreut und dankbar. Den unsrigen fällt es nicht leicht, den eurigen zu vertrauen. Viel Unheil, Lug und Trug mussten die unsrigen ertragen. Doch die meinige ist gerührt und vertraut den eurigen. Die unsrigen und die eurigen sollen in Freundschaft verbunden sein. Dass sie immer gleich ganzen Völkern trauen wollen, anstatt einfach nur einzelnen Personen. Sie sind gutgläubig. Toll, das, was irgendwie für mich wäre, ist mal wieder schlechter als das, was ich trage. Also. Oh, mein Level ab. Ich brauche neue Schuhe. Wo sind meine neuen Schuhe? Kann nichts Neues anziehen. Wo sind meine neuen Schuhe? Ah, die habe ich auch genommen. Sieht aus wie ein fetter Robin Hood. Ja, ist doch schön. Du bist Little John, Mann. Passt gut. So. Komuxio in der Sylphenzuflucht möchte, dass du mit Frixio sprichst. Und dann hatte ich eine Schwarzblende. Ja, ich auch. Oh, die Deinige ist gekommen. Die Meinige wird die Ältigste rufen. Ältigste Frixio, Besuch ist da. Omi kommt angeflogen. Oh, die ist so putzig. Hm. Ja, sie ist so süß. Ah, Abenteuriger. In Totorak hat der Deinige sehr, sehr geholfen. Ah. Ja, servus. Also treffen wir uns also schon wieder, Feigo Ephegion und ihr beiden anderen. Der Chaos-Trupp. Ja. Und die Beidrigen haben Noraxia geholfen. Vielen, vielen Dank. Nicht der Rede wert. Also, wie wart ihr eigentlich an jenem Ort? Wieso? Papalino ist verwirrt. Vor einiger Zeit sind im Wald die gemeinigen Galear aufgetaucht. Die unsrigen wollten den Grund dafür finden. Deswegen beobachteten wir die Störenfriedigen. Aber die Metalligen entdeckten die unsrigen und die unsrigen mussten fliehen und waren plötzlich im Südwald. Die unsrigen Atemlosigen haben sie in den tiefigen Höhlen von Totorak versteckt. Aber ein Düstriger mit einer Maske wollte die Unsrigen an Monstrige verfüttern. Ein Düstriger? Oh, mit schwarzem Umhang und Maske? Wenn das nicht... Da hinten. Was? Ja, es besteht kein Zweifel. Hör zu, Frixio. Wir sind als Gesandte aus Gridania hier. Was hab ich jetzt gemacht? Das hat... seltsam aus. Ein Brief gegeben. Brief übergeben. Ja, was sah aus, als hätte ich ihn aus dem Hintern gezogen. Falk, wo hast du deine Taschen? Also ich hab's aus der Hosentasche geholt. Ja? Naja, aus irgendeiner Tasche in diesem Umhang. Ah, die Eurigen fürchten sich alle vor dem großen Gramu. Ja, so könnte man das ganz verkürzt ausdrücken. Aber versteht uns richtig, wir kommen in Frieden. Ja, und ihr habt doch schon einmal Ramu beschworen. Und seither machen sich die Leute ein bisschen Sorgen. Ich meine, nicht, dass wir euch etwas unterstellen wollen, aber... Kane Senna ist eine Gutige. Die unsrigen wissen, dass sie nichts Finstriges im Sinne hat. Dass die unsrigen Ramu gerufen haben, hatte einen Grund. Im Wald gehen die Metalligen um und die unsrigen wollten sie vertreiben. Aber wenn Ramu herabsteigt, dann werden unsrige Köpfe verwirrt. Wie wenn sie nur leerige Blätter wären und Ramu drinnen wohnt. Die unsrigen in dieser Zuflucht sind dagegen, dass die finstrigen Sylphen Ramu beschwören. Der sieht cool aus. Die unsrigen wollen die von Ramu verwirrigen retten. Aber wie? Erinnert mich an den FF7-Opi.
Ramu ist ein beschütziger Guter. Auch wenn die Unsrigen ihn gerufen haben, solange die Eurigen nicht in unsriges Gebiet kommen, wird nichts Schlechtes geschehen. Die Unsrigen wollen keinen Krieg mit Credania. Deswegen bitten wir die Eurigen um Zeit. Ich bitte euch nur um ein großes Reittier. Die von Ramu beeinflussten Silfen können sich seiner Macht nicht entziehen. Und da Ramu ein Schutzgott ist, der sein Gebiet mit aller Kraft behütet, werden sie auch kein Milialm weichen. Milialm. Und wenn ihnen jemand zu nahe kommt, schrecken sie vor nichts zurück. Aber wieso sollten die Silfen aus der Zuflucht entführen wollen? Jetzt stimmt's. Wahrscheinlich, um sie wieder einzugliedern und Ramu zu stärken. Jedenfalls hat jeder Prima und die von ihnen beeinflussten ganz verschiedene Besonderheiten. Wir können sie nicht einfach ungesehen angreifen. Frixio, wir haben verstanden, was euch Silfen bewegt. Diese Botschaft wird auch die Credania erleichtert aufatmen lassen. Schatten ist komisch. Hier, dasjenige ist eine Schrift mit den Regeln und Gedanken der Unsrigen. Gebt es den Eurigen und die Eurigen werden noch besser verstehen. Ich hätte Lust auf Dosenpfirsiche. Ich hab Rosenkohl. Rosenkohl hätte ich da, Litschi hätte ich Bock. Rosenkohl haben wir auch da. Mhm. Wie macht ihr den? Wie wird der nicht bitter? Ich habe welchen geerbt. Uns wird der nie bitter. Nein, wie wir braten den? Ihn. Ach so, okay, ja dann. Aber wenn man ihn kocht und man macht ein bisschen Milch dazu, soll das auch helfen. Ah, okay, gut. Ansonsten braten, schön anbraten mit Salz und mit Pfeffer, super. Und dann Parmesan drüber. Ein bisschen Senfaroma. Und dann Parmesan drüber. Oh, das ist... Plonk. Das ist der Controller. Das war der Controller. Das habe ich schon die ganze Zeit erwartet, dass das irgendwann passiert. Boom, tja. Das hat sich ja jetzt erfüllt. Oh, mein Kaffee ist alle... Nicht sehr hilfreich, vielen Dank. Das war nicht hilfreich. Toll, wie heute beim Einkaufen. Ja, toll, wie umgänglich und verständnisvoll Frixio ist. Das könntest du dir ruhig ein Scheibchen mal abschneiden, mein Lieber. Du. Dass du das von Verständnis faselst, Ida. Du. Miau. Oh ja, schön. Ihr zwei seid doch auch ein Ehepaar, gebt's doch endlich zu. Ja. Korafee und Feigu und Richard! Wir machen uns auf den Weg zum Sonnenwind und berichten mit Filia. So. Dass der Dialog mit den Silfen so erfolgreich war, ist dein Verdienst. Deswegen steht es dir auch zu, diese Schriftrolle an die Bruderschaft der Morgenviper zu überbringen. Nein. Ich fühle mich so groß. Frixio, wir danken euch für alles. Euer Verständnis hat Eosea den Frieden ein Stück näher gebracht. Winke, winke! Oh, auch die Unsrigen danken sehr. Mögen die Friedigen letztlich siegen. Ich möchte versuchen, eine Silfe zu umarmen. Ich möchte eine Silfe haben. Die alte vor allem. Mhm. Ja! Abenteurige, wartet. Die Erleichterten möchten den Hilfreichigen ein Geschenk geben. Wow! Dieser blitzige Kristall ist von damals, als Ramu zu den Unsrigen gekommen ist. Cool, ich habe wieder einen Kristall gekriegt. Und ich trage Unterwäsche, sehe ich gerade. Oh nein. Geht das wieder los? Es wäre besser ohne Unterwäsche. Das ist mein Top, verdammt. So. Und noch einer. Gedüsch. Cool. Drei. Fehlen dir nur noch drei. Das wird doch. Ich finde so meine Augen voll hübsch, will ich nur mal so sagen. Du auch? Ich sag auch gerade auch meine Augen so schön. Dann sind wir uns ja alle sehr einig. Meine Augen sind sehr hübsch. Ja, es ist ein Sport-BH. Ich finde seine eigenen Augen hübsch. Meine Augen sind fantastisch hübsch. So ist schon in Ordnung. Sei ein bisschen eingebildet.
Hat Feig eigentlich auch verschiedene Augen? Nein. Was für eine Farbe haben deine Augen? Grün. Ah, ich habe auch ein grünes Auge. Das klingt falsch. Ja. Die meinige wusste es. Ein Erwältigter und zwei weitere Erwältigte. So viele Erwältigte. Bestimmt wird der Deinige von einem großen Schicksal erwartet. Eigentlich will ich das gar nicht. Kann ich nicht einfach wieder nach Hause gehen? Der Kristall von Ramu hat einen hellen Schein in dem Deinigen entweckt. In dem Deinigen, Eurigen. Einmal wird er etwas ganz Besonderes bewirken. Bis dahin sollte der Anvertrautige ihn sicher bewahren. Ich liebe die Sprache. Und die Meinige hat eine Bitte. Auf dem Rückweg nach Redania soll die Dankenswertige die finstrigen Sylphen besuchen. Auch wenn die Finstrigen von Ramu beeinflusst sind, bleiben dieselbigen im Sylphenland. Deswegen müssen die Bewohnigen von Credania nicht gegen die Finstrigen kämpfen. Die Hilfreichige soll selbst sehen. Die Meinige markiert auf der Karte, wohin die Tapfrige gehen soll. Dann werden die Monstrigen den Weg versperren. Keine Monstrigen. Okay. Das ergibt mehr Sinn, ja? Ja. So, warte, ich wollte eine Sylphe umarmen. Ich wollte wissen, wie das aussieht. Ich hätte eine Sylphe so gern als Begleiter. So eine süße kleine Sylphe. Ah, oh, also er umarmt tatsächlich auch auf der fliegenden Höhe. Oh. Das ist schön. Ich bin überhaupt nicht neugierig, nachdem ich festgestellt habe, dass er sich für kleinere hinhockt. Und das ist wahr. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Zu den Finstrigen müssen wir. Ah, da bin ich öfter mal. Vorsicht, da gibt's viele, viele, viele sehr starke Monster da drüben. Wir müssen nicht ganz so weit rein. Also zumindest jetzt gerade noch nicht. Gut. Ich habe ein Bossmonster überlebt. Der rote Bereich sagt, wir müssen... Ah, das ist gut, weil nämlich wir sind... Also, als Bade renne ich hier einfach durch, aber sonst ist das echt ätzend. So, würdest du aufhören, alles zu markieren und auf die Stelle auf den Boden gehen? Ich will jetzt nichts angreifen. Was ist markiert? Ja, warum? Ich sehe die Stelle auf dem Boden, aber irgendwie... Ich kann die auch nicht auswählen. Muss einfach reinstehen? Spähen. Ah, wir müssen ein Ding machen. Ich sehe. Emotikon, wo ist denn Spähen? Späh. Sag das doch, Spiel. Steht doch da, aber demütig da schlagen, ja, Muskeln überwilden, denken, müde, zeigen, sich strecken. Wo ist denn Ada? Ich habe es am einfachsten. Ich kann es einfach eingeben. Ja. Du Video. Siehst besessene Sylphen in einer Entfernung. Sie stellen offensichtlich keine Gefahr dar, solange du nicht zu tief in ihr Gebiet eindringst. Boah. Na dann. Verstehe. Gut. Und jetzt müssen wir. Und jetzt müssen wir. Wieder zurück. Ja. Das ist gut, dass wir zurück müssen. Jetzt müssen wir nach Credania. Ja, wollen wir Schnellreise machen? Falco rennt schon. Mir ist es egal. Ich hüpfe ein bisschen auf dieser Brücke. Mal gucken, wann sie kaputt geht. Ich glaube, sie kaputt. Können auch reiten. Mir ist alles egal. Dann reiten wir. Okay, reiten wir. Mein Chocobo ist nicht größer, es ist nur breiter, es ist so traurig. Ich meine, da vorne gibt es ja auch eine Stelle, wo wir jetzt mit dem Boot fahren können. Ich würde sagen, das machen wir, oder? Ah ja. War das hier hoch? War das hier hoch? Nein, nein. Noch ein bisschen weiter, ne? Ja. Ach ja, stimmt, du hast den kleinen Köter. Den vergesse ich immer. Ja, der mit seiner witzigen Musik. Die habe ich immer noch nicht gehört, aber ich finde den Popo so hübsch, wenn man da drauf guckt. Wackel, 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 wackel. Ja. Ist das nicht da hoch? Nein. Ich habe die Karte offen. Ja, aber ich meine zum Boot, zum Bootsplatz. Ja, ja, ich gehe zum Bootsplatz. Okay. Ah, Honighof, ja, stimmt, hast recht.
Wackel. Ich hab dich gleich eingeholt. Hähnchen Schenkel ist schnell mit seinen langen Beinen. Ich komme immer noch nicht auf den Namen klar. So. Ja. Und ab dafür. Wir sind in Alcridonio. Also der Chat findet den Namen sehr schön. Ja, ich finde ihn auch sehr schön. Wenn ich irgendwann einen Glottis habe, wird er Glottis heißen. Das ist klar. Ich glaube, den kannst du nicht benennen, aber du kannst ihn so nennen. Ja. Das ist mir vollkommen egal. Ich konnte auch Tötchen keinen Namen geben, aber es ist trotzdem Tötchen, ja? Das ist wahr. Tötchen? Ja, in Rom mein Begleiter. Ist ein kleiner Tod. Ach so, das ist so wie mein Spatz hinter mir. Der heißt auch Susu. Ja. Muss noch jemand einkaufen? Mein Schiff Gott, hat nicht. Keinen Namen. Mein Schiff ist einfach nur ein Schiff. Schiff. Ein schiffiges Schiff. Warum mache ich das? Das kann eh niemand sehen. Ich will Schokolade essen. Warum springe ich immer rückwärts über die Ladebereiche? Ich will Schokolade essen. Ich springe da immer vorwärts rüber. Ich laufe einfach rein. Ich habe Schokolade, aber nur Bitterschokolade. Oder Schokoladenkekse. Irgendwer hat mein Kinder-Country fast aufgegessen. Was soll denn das? Ich habe auch kein Kinder-Country mehr, nachdem ich irgendwie eins hatte. Zweifel auf der Herkunft. Das war meine Mutter, weil mein Sohn isst das nicht. Zweifelhafte Herkunft? Ja, ich hatte dir das doch erzählt mit dem Kinder-Country, was als ich heimkam bei meinem Einkauf aufgetaucht war. Ach so, ja, stimmt. Ja, ich krieg auch immer beim Einkaufen welches zugesteckt. Ich weiß aber woher. Entweder Bueno oder Kinder-Country. Ich musste es nicht bezahlen, deswegen finde ich es sehr seltsam. Als ich heimkam, war es in meiner Tüte. Ich muss warten, bis der auftaucht. Der ist noch nicht da. Jetzt ist er da. Ja. So. Ah, wenn das nicht Richard und seine Bande ist. Wie schön ist dein Treffen mit den Silfen. Nein, wie ist dein Treffen mit den Silfen verlaufen? Schön. Warum wollte der mein Schön rein? Ich weiß es nicht. Hier, nimm den Fraß. Eine Botschaft von der Silfenältesten selbst? Lass mich gleich sehen. Der Ritter hinter uns erinnert mich an den neuen, an den Anges, nee, Moment. Wie heißt das jetzt? Er ist noch nicht draußen, aber er ist, es wurde schon gesagt, dass er herauskommt. Der neue... Angekündigte Mörder von Dead by Daylight. Ja, sowas. Okay. Killer, der angekündigte Killer von Dead by Daylight. Das wird nämlich ein Ritter sein. Geil. So. Verstehe. Dann wollen die Silfen also keinen Konflikt und haben auch nicht vor, Ramu zu beschwören. Und sogar die von Ramu beeinflussten Silfen werden uns nichts tun, solange wir unsererseits nichts gegen sie unternehmen. Dann werden wir natürlich davon absehen, gegen die Silfen vorzugehen. Ja, natürlich. Was für eine Erleichterung. Bleibt nur zu hoffen, dass es auch alles stimmt. Ich werde Kan-e-Senna jedenfalls sofort die Schriftrolle zeigen und berichten. Vielen Dank für eure Dienste. Ihr habt einen großartigen Beitrag zum Frieden in Gridania geleistet. Abschluss. Das ist unser Job. Noch ein bisschen und ich habe noch ein Level. Oh, der will schon wieder was von uns. Der erleuchtete Prior for sale, wie auch immer, möchte dir erneut etwas mitteilen. Komm, wir nennen ihn doch einfach Versailles. Ich bin dafür, dass wir ihn Versailles nennen. Versailles. Du hast in der Angelegenheit mit den Silfen Einfühlungsvermögen und einen wachen Verstand bewiesen. Warum erwähnt er so oft die Namen? Könntest du damit aufhören? Ich habe keine Ahnung. Warum benutzt er Vor- und Nachnamen? Die älteste Saatseherin hat sich überaus zufrieden mit dem Ausgang der Dinge gezeigt. Weißt du, er ist Arik. Ja! Er ist eine Eleze! Er ist eine fucking Eleze, Mann! Fehlt nur noch, dass der Titel noch dazu kommt. Die gütige Kan-e-Senna wird ihre Anstrengungen nun darauf richten, die von dem Prima Eramo besessenen Silfen zu heilen. Die unbeeinflussten Bewohner der Zuflucht wollen sie dabei unterstützen. Ich bin guter Dinge, dass man einen Weg finden wird, den Betroffenen zu helfen.
Wir sind dem Bund der Morgenröte und natürlich dir über alle Maßen dankbar. Da hat er mich voll rausgebracht mit seiner Geste. Ich finde die Verneigung so seltsam. Echt? Bitte richte auch Minfilia unsere Verbundenheit aus. Weißt du, ich sehe da jedes Mal Jürgen von der Lippe und das Anbaggern von der Muschel. Ach so. Jedes Mal. Ja. Jedes Mal denke ich so, jetzt macht er gleich wieder auf, so, willst du ficken, ey? Jedes Mal, ey. Der Liebesruf der Muschel. So. Oh, ich krieg mal wieder mal Nachricht. Korafel, kannst du mich hören? Ich bin es, Minfilia. Ida und Papa Limo haben mir alles berichtet. Ihr konntet eine Eskalation des Konflikts mit den Sylphen verhindern. Das sind gute Neuigkeiten. Nun brauchen wir weder zu befürchten, dass die Sylphen Ramu beschwören, noch dass die Bruderschaft der Morgenviper gegen den wilden Stamm in den Krieg zieht. Das ist äußerst beruhigend. Ich wäre dir dankbar, wenn du für eine Besprechung der aktuellen Lage einmal im Sonnenwind vorbeischauen könntest. Wir erwarten dich hier, Korafei, Richard und Faigu. Wäre es nicht einfacher, wenn man das über das Telefon macht? Das denke ich mir auch immer. Für was habe ich eine Kontaktperle im Ohr? Damit sie dir sagen, dass du hin und her laufen sollst. Wir haben doch so noch, glaube ich, das. Wir haben noch Schnellreise. Oh mein Gott! Was? Das ist ein kleines, fettes Chocobo. Ach so, ja. Ich dachte, du meinst den Frosch. Wir haben noch, glaube ich, Gutscheine zum Morgenwind zu reisen. Sollen wir das nehmen? Die habe ich nicht hier. Ach so. Hab ich sowas? Die müsstest du gekriegt haben, ja? Die müssten eben irgendwo in deinem... Müsste ich sie so gekriegt haben, wie die komischen Marken für meinen Chocobo? Ja, wahrscheinlich. Du hast sie ja noch gekriegt. Soll ich dir eine geben, Richard? Wenn du möchtest. Kaka, ich hab das Zeug halt alles eingelagert. Irgendwo in meinem... Bestie. Ich muss dich erstmal auswählen. Teleport-Ticket zur Bucht des Abendsterns. Genau. Das ist das. Okay. Moment, ich muss erstmal hier... Oh, so, jetzt habe ich ihn endlich. So, Handel anbieten. Könnte ich jetzt mal auf mein Zeug? Den Tengu hatte ich schon. Willst du ihn wieder haben, oder? Oh, ich kann sie dir nicht geben. Dann müssen wir zum... Dann müssen... Zur Klingel. Klingel? Gehilfenklingel? Ach so! Ich kann keine Gehilfenklinge. Ach so, Gehilfenklinge. Jetzt habe ich es geschnallt. Schön, dass du es verstanden hast. Muss man hier lang. Komm. Put. Ich bin vor dir. Wieso bist du. Nee, du bist. Hä? Hinter mir? Du bist hinter ihr. Ich bin vor ihr. Du bist hinter ihr. Guck doch mal, ich bin vor ihr. Aber du bist hinter ihr. Du bist genau vor mir. Nein, ich war vor Nein! ihr. Nein, du bist hinter ihr. Bei mir war ich vor ihr. Nein! Faszinierend. Jetzt bist du wahrscheinlich vor mir, weil es bei mir länger dauert. Ja. Genau. Wo rennst du denn hin? Die Gehilfenklingel ist in der anderen Richtung, du Nase. Aber eigentlich müsste Korafe in der Mitte laufen. Warum? Dann hätte jeder was von ihr. Ich bin aber kein Sandwich-Kind. Ich bin die Älteste. Also zumindest in meinem Wurf. Ich bin aber sicher, wir hätten alle Spaß daran. Ich hätte nicht. Der versteht Richard das dann wieder nicht. Kann ja unten liegen, der muss nichts machen. Das stelle ich mir jetzt gerade sehr interessant vor. Das wird sehr spannend. Wir legen Richard einfach dahin. und dann wird er sehr verstört sein, was mit seinem Körper passiert. Das ist nicht gut. Ja, das ist wahr. Weil ich bin mir ziemlich sicher, sein Körper wird reagieren, aber er wird es nicht gutheißen, weil er es nicht versteht. Das kann durch sein. Habe ich das überhaupt hier bei dir? Und bei dir bin ich mir nicht so ganz sicher. An der Nase des Mannes erkennt man den Johannes, also da ist nicht viel zu dran an dir. Das gilt für Menschen, nicht für Rogardin. Okay. So, warte, ich wollte ihm noch irgendwas... im Ausgleich geben. Und damit ich wieder einen Platz mehr habe. Bitte schön. Ach, sein Geld. So. Gut, dann Menü, Inventar, Buch des Abendsterns, benutzen und ab dafür.
Feigu? Jawohl. Ja, ja, ich bin dabei. Alles gut. Du musst das alles wiederfinden. Ach so. Du musst doch mal den Leuten ein bisschen Zeit lassen. Ich habe heute Schokolade gekriegt und ich weiß nicht, wo die liegt und das kotzt mich gerade ziemlich an. Ich kann dir eine Tafel Bitterschokolade geben, aber ich will keine Bitterschokolade. Vielleicht ist es besser, wenn du keine Schokolade isst. Ich kann dir auch einen Doppelkeks geben. Ja, den würde ich nehmen. Den musst du mir jetzt wahrscheinlich vorkauen, damit ich es wenigstens höre, wie er gegessen wird. Knups, knups. Ja, genau so. Boah, was ist das? Das Ding will ich haben. Oh! Wow. Und weg ist es. Weg und ist er. Scheiße. Sie hat die Flucht ergriffen. Wir wollten es alle haben. Wir haben ihn gerade umzingelt. Einen Greifen. Ich will auch einen Greifen. Du bist zu weit. Sollten wir nicht in den Sonnenwind? Tataru? Achso, zu Tataru sollen wir. Okay. Hi, Tataru. Willkommen zurück, ihr drei. Danke für eure Hilfe mit der Sache mit Ramu. Ah, ihr habt dem Bund der Morgenröte alle Ehre gemacht, wie ich gehört habe. Löblich, löblich. Minfilia erwartet dich im Saal der Morgenröte. Sag ich doch, ich muss da runter. Ja, aber wir mussten erst... Es geht ja nicht erfahren, weiter. Erfahren, dass wir da runter müssen. Ach so. Es geht ja nicht weiter, wenn wir die Quest nicht weiterverfolgen. Haha. Haha. Das ist mir auch schon mehrfach passiert. Weil sie das übermäßig kompliziert gemacht haben hier. Oh, wer ist denn da? Wie ich gehört habe, brauchen wir uns im Rahmen erst einmal keine Sorgen mehr zu machen. Gut, das hat deine Schwester gelassen. Die ist doch abgehauen. Ach, stimmt ja. Ganz recht. Die Gefahr ist zwar noch nicht völlig gebannt, aber fürs Erste sollten wir unsere Ruhe vor ihm haben. Das ist beruhigend zu wissen. Sag, doch sag, gibt es Neues von unserem maskierten Freund? Darum kümmert sich Tankred. Ich wusste, dass die Reaktion kommt. wie wir dachten, sind sie einer und viele zugleich. Welche Ziele sie verfolgen, wissen wir aber noch nicht. Ich verstehe. Ach übrigens, wo ist eigentlich Alice? Ich habe sie schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Meine Schwester will die Probleme auf ihre Art angehen. Ich glaube, sie braucht noch etwas Zeit, um die 7. Katastrophe vollständig zu verwinden. Aber keine Sorge, sie ist weiterhin auf unserer Seite. Warum kann man sich eigentlich keinen Elezen bauen, der aussieht wie er? Das wäre doch niedlich. Aber nein, das sind so riesen komische Öschis. Nun denn, ich habe den Bericht von Waldesions Gelehrten bei dir abgeliefert. Jetzt warten neue Aufgaben auf mich, wenn du mich bitte entschuldigst. Und ich mag ihn so gern. Mhm. Wir werden diese Angelegenheit wie geplant weiterverfolgen, oder? Selbstverständlich. Ich meine, ich weiß noch nicht genau, was man von ihm halten soll, aber ich mag ihn voll gern. So von Anfang an. Klein. Für mich ist alles klein. Ihr drei! Ja, aber er hat ihm so hinterher geguckt wie klein. Ihr seid wieder zurück! Das ging aber schnell. Es ist schön, euch wieder bei uns zu haben. Alle freuen sich. Ich bin ja so froh, dass wir eine gewaltsame Auseinandersetzung verhindern konnten. Ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Was ist mit den Sachen hinter dir passiert? Die sehen kaputt aus. Vor dem Prima Ifrit und Ramu müssen wir damit für die nächste Zeit nichts zu befürchten haben. Hätten wir, egal. Wie Ihr schön, wisst, dass, was ich sagen wollte. Ja, wie schön, dass die Sylphen mit sich reden ließen. Wer ist der nächste Prima? Die Sahagin oder Leviathan? Und Leviathan, glaube ich. Ja. Ihr Prima Leviathan scheint auf die Rufe seiner Anhänger in jüngster Zeit nicht viel zu geben. Das treibt die Fischköpfe natürlich nur dazu an, es umso häufiger zu versuchen. Leviathan ist für seinen unersättlichen Ätherhunger bekannt. Vermutlich ist es den Sahagin noch nicht gelungen, genügend Kristalle aufzutreiben.
Ich denke, wir können sie fürs Erste ruhigen Gewissens ignorieren und ihnen Zeit geben, die Kristalle aufzutreiben. Ja. Fürs Erste, ja. Ich kann dich immer noch nicht leiden. Abramu oder Leviathan, die Motive der wilden Stämme sind unergründlich und ihr Handeln entzieht sich unserer Kontrolle. Niemand kann sagen, wann und wo wir ihnen und ihren Göttern gegenübertreten müssen. Wir sollten daher weiter unsere Pläne verfolgen, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. Die Konfrontation ist unausweichlich und nur eine Frage der Zeit. Und was ist mit dem Primae der Kobolde? Mit Titan? Titan! Mit der Observation der Kobolde ist derzeit der Malstrom aus Limsa Luminsa beschäftigt. Sicher werden wir schon bald von ihm hören. Einen weiteren Primae gibt es allerdings noch, meine Freunde. Ja, genau! Garuda! Die habe ich eigentlich gemeint. Sie ist der Primae der Ixal, die in Credania leben. Dass ich sie mit Leviathan verwechseln konnte. Ja, genau. Titan hat keine Zeit. Was einem mal wieder vor Augen führt, wie weitläufig Eosea eigentlich ist. Kein Wunder, wenn man da die Nadel im Heuhaufen nicht findet. Gäbe es doch nur einen Weg, der uns das langwierige Suchen ersparen würde. Ich hätte sehr viel Lust, Omega sie die zweite aus, Staffel nochmal zu gucken. Sie sieht aus, als hätte sie gerade andere Sachen. Sie hat gerade ihre Tage gekriegt und kein Ding drin, egal. Wäre er doch nur bei uns in dieser Stunde, er wüsste bestimmt einen Rat. Sie sollte sich echt mehr anziehen. Falk kann sich gar nicht konzentrieren. Oh, die beiden sind da. Ja, wo steckt der Chef eigentlich? Das frage ich mich auch. Nun, wie auch immer, unsere aktuelle Mission war jedenfalls ein voller Erfolg. Das sollten wir feiern. Die Bruderschaft und der Rat der Saatseher höchst selbst werden ein wachsames Auge auf die Sylphen haben. Wenn sich dort etwas tut, erfahren wir es sofort. Also, meine Freunde, ruht euch erst einmal aus von der vergangenen Strapazen. Ihr habt es euch redlich verdient. Sie erinnert mich ein bisschen an Nina von der Art her und sie sieht ja auch irgendwie ähnlich. Ich meine, Ishtola mag ich aber nur im anderen Outfit, in dem schwarzen Outfit finde ich sie so mega sexy. Ishtola finde ich so seltsam. Nein, sie hat einen Ausschnitt am Po. Ja, ich wollte das vorhin auch noch sagen, WTF? Was ist das denn? Ist das ein Fickloch? Okay, das geht damit gar nicht. Damit beim auf Klo gehen nicht ausziehen muss. Ja, alter Falter. Ich habe das überlegt, ob ich mir das Outfit kaufe. Nein! Was ist denn ihr drei? Seid ihr denn gar nicht müde? Hingeguckt hat. Ein Mann mit einer schwarzen Robe und einer roten Maske, sagst du? Und er nannte sich ganz sicher Lahabrea? Asian Lahabrea? Aber warum? Bis zur siebten Katastrophe sind wir nie von den Asians behelligt worden. Warum erscheinen sie ausgerechnet jetzt auf der Bildfläche? Was für ein Assi. Ja. Sicherlich werden die staatlichen Gesellschaften sich schon bald wegen der Primae an uns wenden. Aber bis dahin sollten wir die Zeit nutzen, um alles über Lahabrea herauszufinden. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Sein Name klingt auch wie so ein spanischer Sommerhit. Oh. Das war schrill. Was geht da vor? Es sollte ja erschrocken wirken, oder? Ja, ich glaube schon. Oder verrecken? Irgendwas in der Art. Eine Sylphe. Eine rote Sylphe. Endlich hat die meinige die deinige gefunden. Die älteste Frixio hat die meinige gebeten, der deinigen und den Laufenden zu helfen. Die meinigen wird den Abenteurigen eine große Hilfe sein. Die Kleinige hingegen, die Kleinige sollte eine Besuchige nicht so unerfreulich begrüßen. Das gehört sich nicht. kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will sie knuddeln. Ich will Tataro knuddeln. Oh Gott, das Gesicht, ey.
Wir haben den Sonnenwind betreten. Schon wieder. Wir haben. Wir hatten. Ey, was sitzt denn der Tankred hier rum? Sieht aus wie beim Ärzte wartet, im Ärzte wartet. Ja, er sieht irgendwie nicht gesund aus. Ich muss ihn mal kurz anquatschen. Mach dir um mich keine Sorgen. Meine Forschung wird mich noch eine Weile beschäftigen. Okay. Wir müssen da wieder... Nee, wo müssen wir denn hin? Ja, ah, wir dahin. Müssen zum Infidia. Aha. Das ist immer so irritierend, dass man hier ganz alleine ist. Ja! Kann nicht auf ihren Schreibtisch klettern. Sie dreht sich um und schaut erstmal das Licht an, ey. Alter, was ist denn jetzt kaputt? So, hallo, Minfilia. Tataru hat mir mit ihrem Gekreische einen ganz schönen Schrecken eingejagt und Matti taub werden lassen. Dabei sollten wir eigentlich jubeln, dass der Bund der Morgenröte eine neue Verbündete gewonnen hat. Erst haben sich die Völker die Hände gereicht, jetzt schließen sich auch die wilden Stämme unseren Reihen an. Zaghaft zwar, aber es ist ein Anfang. Die Silfe ist ein erfreuliches Zeichen dafür, dass Eosea dem Frieden wieder ein kleines Stückchen näher gekommen ist. Doch die Asians wollen sich unserem Glück in den Weg stellen. Finsternis, die selbst die Schatten verschluckt. Sollten sie sich tatsächlich so offen zeigen, wir dürfen diese besorgniserregende Entwicklung nicht ignorieren. Gut. Abschließen. Oh, wir kriegen, glaube ich, noch mehr Teleport-Dinger. Ja. Ja. Yeah. Und das ist doch gut. Guten Freund. Oh mein Gott, kann ich das jetzt auswählen? Moment. Weil das wäre jetzt endlich mal etwas, was ich auch nehmen würde. Nein, natürlich nicht. Okay. Minfilia. Minfilia würde dich gerne mit einer Untersuchung beauftragen. Aber nicht bei ihr, hä? Willst du Onkel Doktor spielen? Das wäre eine Sache für Falk. Ja. Ja, Falk würde das machen. Ich habe aber Angst, dass seine riesigen Finger etwas zu viel zerreißen da unten. Egal. Entschuldige, dass er kann sehr zärtlich damit umgehen. Oho. Bist du dir sicher? Ja. Jetzt muss ich irgendwie... Ich habe einen Manga gelesen, da hatte einer auch ein etwas, sagen wir mal, überdimensionales Gemächt. Und das Gegenüber... Mach du nur noch, wow. Und das mit dem mächtigen Gemächt. Meinst du, bist du immer noch sicher, dass du das willst? Wenn du zärtlich damit umgehst? Alter! Alter! War übrigens Boys Love, ne? Natürlich war es Boys Love. Okay. Entschuldige, dass ich dich gar nicht zur Ruhe habe kommen lassen, aber es wäre gut, wenn wir dieser Sache mit Lahabrea sofort nachgehen könnten, solange wir die Zeit dazu haben. Wir müssen versuchen, mehr über diesen Magier mit der roten Maske herauszufinden, den du in den 1000 Löchern von Totorak begegnet bist. Vamos Lahabrea, oh oh. Über die Asians. Du musst raus schon die ganze Zeit. Lass es raus. Ja, der Stab sieht wirklich kaputt aus da hinten, aber ich glaube, der hat eine Story. Über die Asians. Über die Asias wissen wir. Über die Assis, genau, wissen wir noch so gut wie gar nichts. Nur, dass sie Chaos und Verwirrung stiften, wo immer sie aufkreuzen. Mit der aus Limsa ist Falk beinahe zusammen. Das hält ihn nicht davon ab, sich in jeder anderen Stadt noch eine zu suchen. Welche aus Limsa? Die Generalin. Oh! Ich weiß nicht, ob du das willst, aber egal. Es würde mich daher überhaupt nicht wundern, wenn die Asians auch bei unseren Problemen mit den Primae und den wilden Stämmen ihre Finger im Spiel hätten. Umso dringender müssen wir der Sache nachgehen. Ich habe mich an die drei stattlichen Gesellschaften gewandt und aus Ulda hat uns tatsächlich Nachricht erreicht. Angeblich weiß die Legion der Unsterblichen etwas über den Verbleib eines maskierten Magiers. Begib dich für uns zum Hauptquartier der Legionäre und höre dich um, was man dort zu berichten weiß. Cora, Falk... Und auch Richard. Und das Chronicle. Ja. Ich zähle auf euch. Wurde. Ja. Unser Gegner ist unberechenbar. Seid auf der Hut, hört ihr? Mhm. Was ist das für ein komisches Halsband? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Das hatte ich ja vorher noch nie an. Okay. Das ist von Richard, finde ich hübsch. So, ich wackel mal kurz mit dem Hintern und jetzt gehen wir hier raus. Falk sollte kein Halsband tragen, sein Hals ist eh schon so kurz. An Falk ist alles irgendwie unproportioniert. Falk braucht mal ein paar Klamotten.
Oh, stell dir mal vor, Falk in Titus-Klamotten. Nein. Nein. Definitiv nein. 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 Absolut nein. Das kann die Krille schon mal wieder da. Die Katze ist auch gleich wieder da. Ah! Alter, da ist was von oben gekommen. Das ist hübsch, das leuchtet. So. Leuchtet. Ja. Ja, das leuchtet. Da musst du Thaumaturg werden, dann kannst du das auch haben. Das sah aus, als wollte ich es verscheuchen. Hast du Selene umarmt? Hocke ich mich eigentlich hin, wenn ich versuche, deinen Goblin zu umarmen? Dann mach mal. Nein. Nein. Auf die Begleiter reagiert er nicht. Du klatscht ihn einfach so weg. Ja. Wir sind ja fast bei Ulda. Fast. 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 Tralala. Hast du dir was zum Trampeln geholt? Gut, dann hier lang. Hier kenne ich mich aus. Das ist meine Hut. Und hier laufen wir so schnell. Das ist so schön. Ja, man merkt den Unterschied in Gebieten, wo man das noch nicht kann. Mhm. Oh, das schleicht man so. Das ist dann echt schlimm. La. Ich liebe es. Lauf, lauf, Hähnchen, Schenkel, lauf. Bevor ich dich esse. Das müsste eigentlich Cora sagen, weil die isst doch immer alles. Du solltest ihn aber erst essen, wenn du ein anderes Reittier hast. Ja. Ja, schon. Weißt du, was für dich ganz gut passen würde? Fenrir könnte ganz gut zu dir passen. Ist ein bisschen stabiler, der Wolf. Warte. Ich hab eins, das passen könnte. Okay. Zeig mal. Zeig. Warte. Genau das da. Wow! Was ist das? Behemoth. Wo kriegt man den? Auch für Errungenschaften Punkte, glaube ich. Aber... Ja, goldene Soße oder wo? Sieht seltsam aus. Aber ich glaube, Behemoth kann man auch auf dem Marktplatz kaufen, meine ich. Das geht, glaube ich, auch. Behemoth-Horn war das. Alter. Aber da könnte Falk gemütlich drauf sitzen. Ich guck nachher mal, ob ich Falk ein Reittier spendiere. Ja, ich sitze ihm auf der Hüfte. Eigentlich auf dem Hintern. Ja. Ich will sehen, wie Falk das Reittier hat. Der hat ein sehr instabiles Kreuz. Oh mein Gott. Ja, aber sein Hintern ist sehr massig. Und hält es aus. Ja, besser als der Rücken. Der Rücken sieht schon so kaputt aus. Ja, deswegen sage ich ja, er hat ein instabiles Kreuz. Ach, stell dir mal vor, Falk würde auf dem Gorilla sitzen. Die Gorilla würde auch... Obwohl, nee, man das sitzt ist in bei der Gorilla Hand. Ja auf der Hand. Ja. Deswegen geht das nicht, aber es wäre witzig. Ich müsste schon ein gigantischer Gorilla sein, damit ich auf der Hand sitzen kann. Bei dir ist der wahrscheinlich auch doppelt so groß. Wo gab es das Behemoth-Horn? Ich habe das schon so oft gelesen. Naja, nein, gleich. Bei den Jonathan? Errungenschaftenpunkten in Redania. Aha, bei Jonathan. Ja, das könnte sein, dass es ja schon kriegt. Dann. So, du wir müssen halt zu Swift. Punkte. Ja. Ich weiß halt nicht, ob man es tauschen kann. Ich glaube nicht. Ja, aber man kann es, glaube ich, kaufen. Ich schau gleich mal nach. So, jetzt gehen wir mal zu Swifty. Hi, Swift! Lang nicht gesehen. Ah, die Botin vom Bund der Morgenröte. Ich habe dich bereits erwartet. Minfilia ließ uns wissen, dass sie Hinweise auf den Verbleib eines maskierten Mannes sucht. Und ich glaube, ich kann euch tatsächlich mit einer Information dienen. Alter Junge, du kennst mich. Warum bist du so unpersönlich? Ein
einem hohen Brück stationierter Söldner der Messingklinge will einen Mann gesehen haben, auf den eure Beschreibung zutrifft. Leider starb er keine 2 Tage später, wurde von einer Horde Quirin übel zugerichtet. Man weiß nie, wann das Schicksal zuschlägt. Na toll. Aber ihr braucht nicht zu verzagen. In Hohenbrück wimmelt es von Händlern. Vielleicht gibt es ja noch weitere Augenzeugen. Es liegt lediglich ein halber Tagesmarsch von hier. Versucht doch mal euer Glück. Ein Bekannter von mir, ein Händler namens Hihibaru, ist für gewöhnlich ausgezeichnet informiert. Wenn es Unruhestifter in und um Hohenbrück gibt, weiß er sicherlich Bescheid. Okay. Gut. Danke. Gehen wir mal. Du das nicht über die Kontaktperle sagen können? Können schon, aber wollen nein. Komm, wir gehen mal ganz kurz zum Marktplatz. Würde eh sagen, dass wir langsam Schluss machen, oder? Auch noch! Ja, wir haben langsam 10, aber wir können ruhig erst zum Marktplatz gehen. Ich will mal kurz gucken, was das... Wir haben 10, wir haben 10 nach 10. Jetzt wird Falk neugierig. Oh, ja. Das ist schön rot eingefärbt. Das sieht gut aus. Was? Ihr seid, glaube ich, schon... Ich sehe es, ja. Ich sehe was Rotes. Moment, ich gucke mir das Rote an. Ach, du kommst extra zurück. Ja, natürlich. Falk dackelt hinterher. Ach das habe ich schon in Petrol gesehen. In Petrol sieht's auch geil aus. Ich kenne mich nicht aus, ich muss Leuten hinterherlaufen. So, ich mach mal Flotte. Flotte Karotte. Ich glaube nicht, dass ich mich in dieser Stadt jemals auskennen werde. Also wirst du einfach nur geradeaus auf der Straße laufen können. Nein. Es gibt Dinge, die sind für Falk sehr schwierig. Geradeaus laufen gehört dazu. Ach so. Das macht mir Angst. So niedlich. Er hat einen Fischkorb. Ist aus wie eine Quabble. Quabbel. Ein süßes kleines Quabbel. Ich will nicht aufhören. Können wir nicht noch länger spielen? Nein. Warum nicht? Radar kriegt Kopfschmerzen. Ich dachte, Falk hat schon welche. So, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, was das ist. Ja, Falk hat schon welche. Das überträgt sich. Ja, ich bin sehr einfühlsam, weißt du? Aha. So, Moment. So, was haben wir hier? Albino, Ufti, Gabriel. Oh Gott, wenn ich nur wüsste, wie das Vieh... Wie hieß das Vieh hier nochmal? Behemoth. Ton, Sonnenschirm. Nee, Behemoth kann man nicht kaufen. Wie gesagt, das kriegt man als... Aber ich bin auch immer noch nicht ich bin auch immer noch nicht sicher, ob ihr mir überhaupt Dinge schenken könnt. Natürlich können wir dir was schenken. Hey, ein Dionychus, wie wär's damit? Cool. Oh nee, das kostet zu viel. Verdammt. Oh mein Gott, eine Antilopenkuh! Das passt nicht zu Falk. Nicht? Eine Riesenkrabbe? Oh, Riesenkrabbe wäre doch auch was, aber es ist auch zu teuer. Was das ist, weiß ich nicht. Migalo, irgendwas. Komm, wir gehen mal kurz nach Credania und schauen, ob sie es schon kriegen kann. Ich will das jetzt wissen. Das ist... Warte, wir können ja ausprobieren, ob man handeln kann. Ja, hast du das Ding schon schon genutzt? Also, Falco kann momentan nicht handeln. Ich bin in der Testphase. Ich bin im Kostenlosen. Ich kann einige Dinge nicht benutzen. Ach so. Deswegen. Ja, aber wir können ja mal gucken, ob Jonathan oder wie das Ding heißt, ihm eins verkauft. Das kann man machen. Sollen wir dann mal kurz nach Credania schnell reisen oder mit dem Luftschiff? Das Luftschiff ist in der Nähe. Das Luftschiff nehmen, ist mir egal. Ein Feigo muss Geld sparen. Ja, deswegen. Feigo will. Das Ding ist so. Das Ding ist so billig, bis wir da sind. Kann ich mir 5 davon kaufen. Was ist billig? Rein preislich kann ich mir den schon fast leisten. Wen? Was? Den Glottis. Achso, den Glottis, ja. Nicht den Glottis. Doch, der Klotis. Die Klodistress. Jetzt weißt du. Das klingt wie Klöten.
Das, hast du das Ding mal von hinten angeguckt? So ähnlich sieht's doch aus. Nur mal so nebenbei gesagt. Übrigens, da gibt's Kontaktperlen. Mhm. Falls wir uns mal welche zulegen wollen. Wie gesagt, Servus. Könnte man überlegen, wenn das wirklich funktioniert, dass wir darüber sprechen können. Das ist halt immer die Frage, weil meistens Ingame-Chat nicht so gut ist. Aber mir wurde mal gesagt, es gäbe keinen Ingame-Chat. Ja, mir auch, aber es hörte sich halt so an, als wäre das. Credania. Ja, Credania. Ich wollte jetzt aus Gewohnheit zur goldenen Soße. Und oder dann muss ich heute nach Limsa. Und oh, verdammt, da muss ich heute auch noch hin. Da muss ich auch noch hin heute nach Soße. In die Soße! Ja, da war ich auch noch nicht, aber ich weiß nicht. Ich überlege gerade, ob ich gestern Moment dort sehr war. Unregelmäßig da. Ich muss gerade mal ganz kurz loswerden. Nope ist ein sehr guter Film. Oh ja, Nope ist verdammt gut. Irgendwie. Und auch alle, die sagen, weil es als Horrorfilm gelistet ist, ist es kein Horrorfilm. Definitiv, nein. Absolut und überhaupt nicht. Nein. Ich will diesen neuen Puppenhorrorfilm sehen. Ich habe jetzt vergessen, Welchen? Wie der heißt. Der, wo dieses lebengroße Mädchen da in die Familie kommt. Hm? Das, Annabelle? Nee, nicht Annabelle. Nee, ganz neu. Keine Ahnung. Puppenhorror ist nicht... Eigentlich ist es mehr so ein künstliches AI-Roboter-Gedöns. Da bin ich noch nie lang gelaufen, wo jetzt Richard lang läuft. Da laufe ich jetzt mit. Ich laufe immer von der anderen Seite. Ich laufe, aber man muss eh erstmal rüber. Ja, das ist klar. Die Stelle finde ich immer. Da muss ich immer ein bisschen gucken. Ja, das könnte sehr gut sein, dass das ein Seeskorpion ist. Hier gibt es nämlich alles Mögliche an Reitviechern. Ich hab Richard verloren. Und einfach geradeaus. Ah, da. Ich hab euch alle verloren. Das ist natürlich sehr gut, wenn wir das gerade wegen dir machen. Ja, aber ihr werdet mir auch irgendwie in der Gruppe nicht mehr angezeigt. Kannst du zum Ätheriten? Hast du den großen Ätheriten in der Nähe? Ich bin beim großen Ätheriten. Gut, dann geh da drauf, Ätheriten-Netzwerk, und dann gehst du auf Gerber-Gildemarkt. Aber Gildemarkt. Da haben wir Falk ja ganz am Anfang verloren. Hi, Falk! Hi, Isa. Ah, cool, hi! Lass die Katze vorgehen, die Katze kennt den Weg. Die Katze rennt in letzter Zeit hier so viel rum. Nicht mehr normal, was die Katze hier unterwegs ist. Die Katze ist ganz schön angeber. Ja. Geil, ne? Nein. So, bitteschön. Ich weiß gar nicht, ob der mir inzwischen auch was Neues gibt. Nur ein Punkt. Dankeschön, alter Mann. So, Errungenschaften eintauschen. Was haben wir denn hier Schönes? Ich habe 5 Punkte. Ja, hier gibt es das Behemoth Kriegshorn für 6. Ich habe keine Punkte. Oh. Aber egal. Ich kann erstmal gucken, was er mir überhaupt geben kann. Aber eben halt bei anderes gibt es unten eben das Behemoth Dings. Ah ja, Behemoth-Kriegshorn für 6. Das ist halt so etwas, das nebenher läuft, weil für jede Errungenschaft kriegst du halt Punkte. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte man braucht, damit der alte Mann einem einen Punkt gibt. Ich habe auch keine Ahnung, wie das überhaupt abläuft, aber jetzt habe ich plötzlich wieder 5. Ich weiß es nicht, wo das herkommt. Ich hatte bis vor kurzem nur 2 oder 3.
Ja, wie gesagt, von den Errungenschaften, wenn du viele Errungenschaften hast, weil die haben ja immer Punkte, 5 Punkte, 10 Punkte oder sowas. Ich habe mir ja auch ein paar Begleiter geholt. Schön, dass mir keiner zuhört. Doch, ich habe dir zugehört. Ich höre dir auch zu. Wir hören dir zu. Das sind so manchmal so ein bisschen halt nur so. Ja, ganz genau. So ein bisschen. Hey, so ein schwarzes Schokobo-Küken wäre doch was für dich. Wie gesagt, wie viele Punkte man braucht, bis er einem einen gibt. Ach, da hast du das Goblin-Stofftier her. Ja. Ich bin gerade dabei, alle seine Begleiter einzusammeln. Mhm. Ich habe mir hier nur einen geholt. Von ihm habe ich nur einen Begleiter, der Rest interessiert mich nicht. Und zwar habe ich... Wo ist sie? Da ist sie. Nein, warte, ich glaube, ich habe 4. Oh! Nicht 0. Cool. Guck, ich habe eine Mini-Nanamo. Ja, die habe ich auch. Die ist so süß! Oh. Ist die nicht niedlich, eine Mini-Nanamo? Und ja, ich habe auch, damit ich ihn treten kann, den hier. Der ist zwar nicht von ihm, aber ich habe ihn trotzdem. Weil ich möchte ihn öfter mal treten können. Deswegen habe ich ihn mir geholt. Einen Mini-Tankred. Einfach nur weil. Ich sitze jetzt gemütlich hier. Na, wie geht's? Backerst du jetzt recht echt Joshua Wahe an? Joshua. Ich baggere niemand an, ich bin höflich. Aha. Komm, ich setz mich neben euch. So. Es wird eh Zeit für ein Tässchen Tee. Auf die andere Bank gesetzt, damit er nicht mit euch in Verbindung gebracht wird. Man muss Cora erstmal einen trinken, wie immer halt, ne? Das hat mich jetzt etwas überrascht. Nom, 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 Richard ist ein Keks. Ja, natürlich isst Richard einen Keks. Ich habe heute schon Kekse gegessen. Kürbiskekse. Und schon ist die Katze wieder am Saufen. Oh, warum ist denn der Richard sauer? Er ist nicht sauer, er ist am Denken. Ah, nee, warte. Da passt was nicht. Denken. Yay! Am Grübeln. Das ist Grübeln. No. Okay. Komm, krieg der arme Kerl ein Küsschen. Muah. Ah. Komm, du kriegst auch ein Küsschen. Kann im Sitzen salutieren, wie dumm ist das denn? Was ist jetzt passiert? Ups, jetzt bin ich weg. Ich hab mich versteckt. Ich wollte eigentlich dir ein Küsschen geben, aber egal. So, schau, kriegst auch eins. Ach, ich muss auch was essen. Würde ich sagen. Muss ich was essen. Jetzt setz ich mich hin. Bevor Korapay dick wird. Das kann sie gar nicht. Das sagst du so einfach. Das ist nicht Sims. Bei dir sieht das dumm aus. Das ist nicht Sims. Aber wo wir schon dabei sind, eine Sache muss ja noch sein. Es geht ja nicht anders. So. Tralalö, tralala, die Chore ist am Tanzen. Ich erinnere mich an den Typen, der die ganze Zeit vor mir rumgetanzt ist, als ich gewartet hatte. Dann habe ich ihm applaudiert und dann hat er mir mit einer Axt zugewunken. Der Chat meint gerade, das, was du Richard gegeben hast, war intimer als ein Küsschen. Ja, ich bin in ihm verschwunden. Er hat mich, ich meine, wir sind ja verlobt. Apropos, Metti, das müssen wir irgendwann... Ja, fall halt um, wenn ich dir was erzähle. Wir müssen das irgendwann noch streamen. Ja, wir müssen irgendwann gibt es eine Hochzeit. Ja, und unsere ganze freie Gesellschaft will mitmachen. Apropos freie Gesellschaft, Rada! Nein. Okay. Ich wurde heute schon gefragt. Ich wurde auch schon gefragt, wo Matti abgeblieben ist in der freien Gesellschaft. Fabo ist sehr neugierig. Habe ich gemerkt. Nein, aber ich will nicht den Aufwand in das Spiel stecken. Ich habe 2 MMOs, wo ich ab und an Aufwand reinstecke, das reicht mir eigentlich. Hallo, Final Fantasy macht so Spaß.
Es ist immer noch ein MMO wie jedes andere. Nein, es ist geiler. Nein. Ich habe keine Verbindung zu dieser Welt. Darfst du nicht vergessen. Ich habe nie Final Fantasy vorher gespielt. Ich habe 1000 Verbindungen zu dieser Welt. Und ich finde es so toll. Das kann bei mir nicht über ESO rauskommen, allein weil mir die Verbindung zu der Welt fehlt. Oh, guck mal, ich nehme die ganze Bank ein. Du gibst dir aber auch keine Mühe. Ich nehme die ganze Bank ein und also vor Richard vordere Kopf und bei dir hinten rum. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Komm, jetzt müssen wir einmal noch diesen Tanz tanzen, den ich ja gesagt habe, ich tanze ihn nie wieder, weil er ja so, wie war das, ehrfurchtserbietend ist und so ernst gemeint. Und Betty, bist du bereit? 1, 2. Warte, ich hab den noch nicht mal gefunden, ja. Unter Tänze. Sag, dann zähl du an. Auf 3 dann. Das war der hier. 1, 2, 3. Der ist ernst gemeint. Das ist ein sehr wichtiger Tanz. Tanz der Fruchtbarkeit. Ja, ja, man muss ihn mit sehr großer Ehrfurcht tanzen. Und ich habe nur gedacht, Alter. Wenn ich also in Charleston mit Ehrfurcht tanzen, weiß ich auch nicht so genau. Aber wir haben das perfekte Timing. Genau. Feig braucht keinen Fruchtbarkeitstanz. Feig braucht den hier. Den braucht jeder. Der ist wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob Feig den lernen sollte. Ich weiß nicht, ob dem Boden das gut tut. Oder der hier ist auch ganz wichtig. Matti, Höflinge. Okay. Zähl an. 1, 2, 3. Ich find's voll so geil, dass wir den Spiegel verkehrt machen. Das ist so geil, einfach nur. Ja, das ist so geil. Oh mein Gott. Übrigens auch ein ganz ernst gemeinter Tanz. Ja. Und ich denke mir immer, die machen sich gleich irgendwie in die Hose. Egal. Ich habe noch den hier. Ja, Matti hat den dafür. Oh Mann. Und natürlich, den musste ich mir holen, einfach nur, weil er süß ist. Du schmeißt Noten. Ja, aber das hört doch wieder auf. Und dafür tanzt Matti jetzt Hawaiianisch. Den habe ich mir nicht geholt, den Feuertanz. Das ist das, den Flammentanz, den fand ich ein bisschen... Ja, ich fand den ein bisschen... Ich finde den, also wenn Cora den machen würde, seltsam. Richard setzt viele Z-Moves ein, ja. Ja. Das ist der Feuertanz. Ah ja, stimmt ja. Du hast beide, oh mein Gott. Ja. Musste man die beide kaufen oder hat man den irgendwo gekriegt? Die musste man kaufen. Sie waren okay. Ein Dutzend billiger. Ah, das erklärt. Das erklärt sehr viel, ja. Das erklärt sehr, sehr viel. Ich habe mir eben Travanier Goldtanz und eben Bienenswing geholt. Das gibt es in der goldenen Soße. Aber das ist immer noch mein Lieblingstanz. Den finde ich einfach schön. Passt übrigens sehr gut auf Vala de Flamenco. Das Lied aus Final Fantasy IX am Anfang, wenn Blanc und Zidane sich betteln. Den Schaukampf. Ach ja, ich finde es irgendwie sehr seltsam, dass diese Katze neben uns die ganze Zeit uns beobachtet. Ja. Die hat auch nichts Besseres zu tun, als uns anzustarren. Ich glaube, sie will sich an mich ranmachen. Ja, ich glaube auch. Apropos, Matti, mit denen wirst du sehr viel zu tun haben hier, wenn du dann auch mal den die Revolverklinge machst. Das war übrigens eine sehr spannende Geschichte. Alter. Naja. In diesem Sinne verbeuge ich mich jetzt erstmal. Und dann, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich sage winke, winke. Selbe Zeit, selber Ort. Oh Gott, ich kann nicht schreiben. Dann schreib halt nicht. Gute Nacht. Genau. Bis Darren. Bussi und Papa.